Entschuldigung, wie viel Leistung hat dieser Grill hier? Oh Mann, dieses Baby? Mehr als Sie brauchen, weniger als ich will. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen kleinen Einkaufswagen, mit dem ich diese gigantische Holzplatte rumfahren kann? Ich glaube, auf dem Parkplatz. Wo finde ich denn Verlängerungskabel? Gang 25. Da war ich gerade. 26. 26 gibt's nicht. 15. Also Gobi steigt auf die Hebebühne? Lass euch nicht stören, ich nehme nur einen Bodensaft. Ich trinke meinen Schwarz, schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Sünde, ihr wisst schon. Ha, hab mich noch nicht vorgestellt, die Jungs in meinem Team nennen mich den Hammer. Brian, du hast keine Pause. Geh raus und bedien die Kundschaft. Brian? Sind Sie mein Vater? Der Typ... Raus jetzt, los! Ja, Sir. Der hat keine Ahnung, wie hart ich arbeite. Ein Vogel ist ja super! Verdammte Würmer, wie das juckt. Was zum Teufel treibst du da? Oh, gar nichts. Ich, mach nur... Pilates. Schwindel mich nicht an, Brian. Ich weiß genau, was du willst. Du bist auf ein Arschrennen aus. Wer als Erster in der Küche ist und los. Oh, und wenn das Krümelmonster anruft, sag ihm, ich rede erst wieder mit ihm, wenn es aus der Entzugsklinik raus ist. Matratzenprüfung? Was ist das? Keine Ahnung. Was soll das bedeuten? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich glaube, du weißt genau, wo die herkommen. Nein. Derek war vorher hier. Er hat das Bett gemacht und hat dabei die Kekse. Ich war auf dem Klo. Ihr seid doch Faschisten, Mann! Ihr seid scheiß Faschisten, Mann! Los, alle runter auf den Boden! Mach die Kasse auf! Bitte tun Sie das nicht! Da will wohl einer den Helden spielen! Ich zeig dir, was mit Helden passiert! Will sonst noch jemand ein Held sein? Oh, ich! Hier drüben! Außerdem hat Dad mich dazu überredet, zu der Party zu gehen. Ach, hat er das, ja? Verdammte Scheiße, was war das? Ich weiß nicht, jemand muss Mist gebaut haben. Du musst mit Meg über Alkoholmissbrauch reden. Was, warum ich? Na, weil du ihr gesagt hast, sie soll auf diese Partys gehen. Na schön, bitte. Damit muss man wohl einfach irgendwie umgehen, wie mit der Spülung einer Hochdrucktoilette. Dad? Dad, wach auf! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Wir müssen dieses Boot gestern gestohlen haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oh nein, mein Akku ist leer. Ich habe noch ein bisschen Saft, also können wir entweder A, jemanden anrufen, der vielleicht rangeht und vielleicht helfen kann, oder B, wir können ganz sicher Gesichter tauschen. Guck dich an, guck mich an, das macht diese App. Oh, wir werden sterben. Dad, was sollen wir jetzt tun? Ist es zu früh, sich Hemden um den Kopf zu binden, um zu zeigen, dass wir den Verstand verlieren? Ich meine es ernst, Dad, wir sind in Gefahr. Ich habe stattdessen die Hose genommen. Wirst du es Chris sagen? Naja, mir bleibt keine Wahl, aber er verträgt schlechte Nachrichten nicht. Oh, Chris, Schatz, es tut mir so leid, dir das sagen zu müssen, aber dein Großvater ist tot. Weißt du noch, wie ich den Limonadenstand mit Chris eröffnen wollte? Gut, das macht dann 10 Cent. Chris schenkt dem Mann die Limonade ein. Ich kann nicht. Die Limonade hat mich ausgetrickst und ist abgehauen. Zitronen sind die Kinder Gottes. Und der Fettsack lässt mich nicht mal anständig Geburtstag feiern. Glückwunsch zum Geburtstag, Stewie. Und der ist für dich, damit du dich nicht zurückgesetzt fühlst. Ja! Oh, komm schon! Ja, 2 Wünsche! 1. 2. Und Meg ist das größte Schwein von allen. Toll, der Faden ist schon wieder gerissen. Hey, ich brauche deine kleinen Hände. Hey Meg, was treibst du? Nicht viel. Hab gerade einen Kuchen aufgegessen. Vielleicht gehe ich zur Mülltonne und guck, ob ich deine Ratte küssen kann. Ich war gerade draußen. Ach komm schon, du bist auf der Highschool. Irgendwo wird es doch bestimmt eine Party geben. Es gibt eine, aber ich bin nicht eingeladen. Na und, geh trotzdem hin. Ist nicht meine Art. Was interessiert's dich? Willst du Fernsehen oder was? Was? Nein. Ich will doch nur, dass du ein bisschen Spaß hast. Im Ernst, du solltest hingehen. Mach dich einfach locker. Weißt du was? Du hast recht. Vielleicht sollte ich es versuchen. Ja, wird bestimmt nicht unangenehm. Nicht so unangenehm, wie jemandem zuzuwinken, der nicht zurückwinkt. Nein, nicht Sie! Ach, Entschuldigung. Ich winke jedem zu, außer Ihnen. Hallo, jeder außer ihm. Hallo! Und nun zurück zum Kentucky Derby, wo die Zuschauer immer das Pferd mit dem niedlichsten Namen anfeuern. Das Rennen läuft. Katapult führt, gefolgt von Rotbart, gefolgt von Bischof, gefolgt vom grinsenden rosa Bären. Oh mein Gott, das ist mein Pferd! Und jetzt holt Minikätzchen Bussi auf! Nein, das da! Und jetzt kommt, es ist Schlafenszeit! Oh, den kann ich gar nicht leiden. Hör mal, ich könnte eine Teilzeitkraft brauchen, die mir beim Vorbereiten der Leichname hilft. Wirklich? Ja, das wäre toll. Ich könnte das Geld brauchen und mein alter Job nervt nur noch. Nur ein halber Punkt,
Deckrolle. Oh, das wird eine frustrierende Fahrt werden. Ganz sicher, diese Pferde sind so langsam. Sexy. Sexy. Peter, ich möchte Ihnen den Chirurgen vorstellen, der heute Ihren Eingriff vornehmen wird. Dr. Schwann Zweck. Ich kann nicht glauben, dass ihr alle zur Unterstützung mitgekommen seid. Ihr seid nicht nur die besten Freunde, die ich jemals hatte. Ihr seid auch die beste Comedy. Oh. Gut gemacht, Leute. Wenn wir jetzt keinen Emmy kriegen, weiß ich auch nicht. Wo wollen Sie hin? Doc, ich werde die Operation nicht wirklich durchziehen. Ich gehe nach Hause. Wir machen das, ob Sie wollen oder nicht. Was? Doc, nein! Halten Sie ihn auf! Sie wollen einen Emmy, oder? Und so, Kinder, wurde ich eure Mutter. Taxi! Taxi! Hey, sind Sie verrückt? Verrückt vor Liebe! Die unglaublichste Frau, die ich je kennengelernt habe, steigt in 5 Minuten ins Flugzeug! Rein mit Ihnen! I get no doubt. Was zum Teufel soll das werden? Der Bursche ist verliebt. Ist sie es wert? So eine trifft man nur einmal im Leben. Wir werden sie eskortieren. Er ist gratis. Letzter Aufruf für Ashleys Flug in das spießige College in New England. Letzter Aufruf. Moment, Moment. Immer langsam, Junge. Warum so eilig? Ich möchte zur Liebe meines Lebens. Alarmcode Romeo! Ich wiederhole, Alarmcode Romeo! Wenn Sie es noch schaffen, lasse ich einen extra 50er sprengen. Ich liebe diesen Job! I get no doubt! Ashley, warte! Dafür verzichte ich gern auf alle lukrativen Fahrten während der Rush-Hour. Chris, du bist gekommen! Oh mein Gott! Ich hole meine Oma! Chris! Ashley, ich liebe dich! Oh, ihr ekelt euch vor mir? Ihr habt doch $19 für einen Billigflug bezahlt. Mehr ist dafür nicht drin. Und außerdem kann ich nicht nach Russland. Ich habe Angst vor Brigitte Nielsen. Sie hier bei euch, in eurem Land. Sie ist jetzt hier? Ist okay, weg hier, weg hier, weg hier! Abflug sofort! Oh mein Gott, sie kann die kleinen Fläschchen voll Alkohol riechen. Wir müssen abheben, los! Lieber Gott, bitte schick mir eine 2 Meter große blonde Frau, die gern so lang säuft, bis sie umkippt. Unsere Gebete wurden verwechselt. Toll, du musstest ja den Schmetterling jagen. Ja, ich musste den Schmetterling jagen. Ich bin hier rausgekommen, um die Natur zu beobachten. Warum bist du hergekommen? Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben. Um alles auszurotten, was nicht Leben war. Damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Wow, Stewie, das war wunderschön. Hast du das geschrieben? Nein. Aber können Sie mir sagen, wer es war? Antworten Sie jetzt. Dann sehen wir doch mal, was Sie geantwortet haben. Wow. Wissen Sie, wer das ist? Wissen Sie, wer es war? Übrigens Henry David Thoreau. Wissen Sie, wer Thornton Mellon ist? Das war die Figur, die Rodney Dangerfield in Mach's nochmal, Dad gespielt hat. Sind Sie jetzt stolz auf sich? Hä? Deswegen sind die anderen Länder alle besser als wir. Sie sind selbst schuld, wenn Sie sich das nächste Mal wieder über den indischen Tierarzt beschweren müssen, weil er Ihre Katze zu hart anpackt. Ich freue mich, dass ihr heute Abend gekommen seid. Oh Chris, wir würden den Tag der offenen Tür in deiner Schule nie versäumen. Ihr Kinder seid das Wichtigste in unserem Leben. Oh mein Gott, wir haben Meg vergessen. Keine Sorge, Meg hat in ihrem Zimmer alles, was sie braucht. Dad weigert sich, mit anderen Darstellern zu arbeiten. Er probt nur mit Heliumballons, auf die Gesichter draufgekritzelt sind. Tut mir leid, Meg, du hast Hausarrest. Dad, heute Abend ist der Schulball. Over. Du hast gehört, was Dad gesagt hat. Over. Peter, hast du Bock, in die Bar zu fahren? Over. Meinen Rollstuhl dem Ballon zu überlassen, macht es etwas schwierig. Aber so ist das Business, das wir Show nennen. Entschuldige, Joe. Würden Sie mir eine Frage beantworten? Ja. Herzlichen Dank. Ich habe euch noch nie gesagt, dass ich keinen Bumerang werfen kann, aber es ist wahr.
Ich hab's euch gesagt. Als Star der Serie bringt sich Peter gern in den Schreibvorgang ein. Hey, ihr Vollpfosten, welche Pfeife hat dieses Skript geschrieben? Das war ich. Wie hast du es geschrieben? Mit einem Computer? Ja. Also verstehst du was von Computern? Ja. Kannst du mir sagen, wie ich die Lampe an meinem Handy ausschalte? Fass mein Handy nicht an! Und noch was, ich habe dieses verschissene Drecksdrehbuch gelesen. Es hat nur eine Seite, das ist viel zu kurz. Das ist nur das Deckblatt. Du kannst es umblättern. Einfach so. Warum versteckt ihr all diese Seiten hinter der ersten Seite? Sind die schlecht? Steht zu eurer Arbeit oder verschwindet. Jetzt spuckt euch gegenseitig in den Mund. Ihr wisst, dass ich nur streng zu euch bin, weil ich euch hasse. Und, kommen Sie hier gut zurecht? Ja, vielen Dank. Rufen Sie mich einfach, wenn Sie irgendwas... Wie sehen die Jeans aus? Zehn Mäuse. Fünf Mäuse. Acht Mäuse und ich tue's. Okay. Hilfe, ich bin aus dem Keller von Kevin Spacey entkommen. Helft mir! Ha, meine Unverschämtheit schreit zum Himmel. Gib mir die Kohle. Ist der kalt? Nein, der ist wirklich so klein. Die trojanische Schokolade hat unsere Erdnussbutter verunreinigt. Die griechische Erdnussbutter hat unsere Schokolade verunreinigt. Wir könnten die neue Geschmackskombination ausprobieren oder kämpfen bis zum Tod. Hört auf, der griechisch-trojanische Erdnuss-Schokokrieg dauert schon viel zu lang. Lasst uns einfach geteilter Meinung sein. Ha, was für eine erfreulich deeskalierende Formulierung, die ich heute zum ersten Mal höre. Ja, lasst uns geteilter Meinung sein. Der Krieg zwischen Griechen und Trojanern ist beendet. Ja! Heureka! Nun lasst uns scharfkantige Steine einen Strand nennen. Scharf, scharf, scharf. Meine Güte, Penelope, wir scheinen ja wirklich viel gemeinsam zu haben. Und benutzt du die auch? Nur wenn es Angst, Bosheit, Neid oder Rachsucht verlangen. Die sollte die Frauen aus Sex and the City töten, doch die Zeit scheint mir die Arbeit abzunehmen. Du bist böse. Wissen deine Eltern etwas davon? Meine Mom ist keine Bedrohung. Um sie muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Oh, hast du eine von diesen Weißwein-Zombie-Moms? Nein, sie ist tot. Sie hat ein Bad genommen, da hat dir jemand den Kopf abgetrennt. Moment mal. Hast du sie getötet? Naja, ich hielt das Messer. Und ihre Haare. Oh mein Gott! Ich träume seit Jahren davon, das zu machen. Und du hast es tatsächlich getan. Penelope, ich habe das noch nie zu jemandem gesagt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du meine Seelenverwandte bist. Empfindest du auch so? Ja, Stuart. Als wäre es kein Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Als wären wir füreinander bestimmt. In der Tat. So muss Maverick sich gefühlt haben, als er auf Goose traf. Ich spüre die Gier. Die Gier nach Tempo in mir. Und Scientology. Ich nur Tempo. Was machst du denn da? Ich hänge in der Technik-Hotline. Ich schreibe eine Geschichte und der Computer ist eingefroren. Gott, sogar Microsoft Word hasst dein Geschmiere. Danke fürs Warten. Was kann ich für Sie tun? Tja, zunächst mal können Sie weiter mit diesem hübschen Akzent sprechen. Unfassbar. Du hörst für eine Sekunde eine fremde Frau am Telefon und machst voll auf Bollywood. Ich nehme an, sie ist aus Indien. Ihr Freund hat recht. Ich bin in Indien. Sie hören sich wie ein echter Gentleman an. Mein Name ist Padma. Padma, so hieß meine Mutter. Ich gönne mir eine Tasse Earl Grey. Also, was haben Sie für ein Problem? Naja, ein Problem ist, dass ich viel zu viel Geld habe. Warum kaufen Sie dann nicht einfach einen neuen Computer? Was? Oh, ich verarsche Sie nur. Ohoho, Sie sind ja ein freches Ding. Also, mein Computer ist eingefroren, während ich eine Geschichte geschrieben habe. Sind Sie Schriftsteller? Sind Sie berühmt? Nein, weil ich das nicht will. Ruhm kann zu ungewollter Aufmerksamkeit führen. Denken Sie an William Shakespeare. William Shakespeare. Morgen. Hübscher Kragen, du Schwuchtel. Habt Dank. Hey Shakespeare, wie heißt euer nächstes Theaterstück? Nennt es doch der homosexuelle Kragenträger. Ach, eurer schändlich Worte Dolch fühle ich im Herzen nagen. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dieser Kragen fängt die Sauerei auf, wenn ich Jungs befriedige. Habt Dank, habt Dank. Und wie gefällt euch der Kragen? Freund ist er mir nicht. Schnell, setz die auf. Die stecken keine Veteranen in den Knast. Halten Sie das etwa für witzig? Nein, das habe ich ernst gemeint. Echte Soldatinnen und Soldaten haben echte Opfer für dieses Land gebracht. Und du? Du bist wirklich ein Veteran. Wie konntest du nur? Es tut mir leid. Du machst deine ganze Familie zum Gespött, Glenn. Ich kann nirgendwo mehr hin, ohne dass man über mich tuschelt und mich anstarrt. Der Prozess ist eröffnet. Den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Blackman. Sie haben sich der militärischen Ehrerschleichung schuldig gemacht. Das bedeutet jahrelanges Gefängnis. Wir haben den Anwalt vergessen.
Aber angesichts Ihrer Dienste an der Comedy möchte ich Ihnen einen Deal vorschlagen. Was für einen Deal? Ich lasse die Anklage fallen, aber nur unter der Bedingung, dass Sie sich wirklich vom Militär einziehen lassen. Sie müssen alle drei zu den Marines. Oh mein Gott, das könnte uns umbringen. Bitte nicht. Wie wär's mit der Küstenwache? Das wäre okay. Es ist was passiert. Gericht, ist etwas passiert. Glenn, wenn du nur halb der Mann wärst, der ich war, dann würdest du mitmachen. Euer Ehren, ich will auch zur Küstenwache. Ich habe Handy, was ist passiert? Wie war das bitte? Jawohl, ich gehe mit. Wir vier werden gemeinsam in die Küstenwache eintreten. Gut, melden Sie sich morgen beim Einberufungszentrum. Die Sitzung ist geschlossen. Nächster Fall auf der Tagesordnung, das Volk gegen Ted 2. Okay, schnell weg hier. Raus jetzt, raus. Ach, Stewie, müssen wir sterben? Hey, hey. Höchstwahrscheinlich. Ich will nicht sterben. Es gibt so viel, was ich noch tun will. Ja, da geht's mir genauso. Weißt du, Chris, wenn wir doch durch irgendein Wunder lebendig hier rauskommen sollten, werde ich wieder für ein öffentliches Amt kandidieren. Ich glaube, meine letzte Blamage haben die Leute vergessen. Harry Truman, was für ein Arsch. Der war doch bloß die Nutte von Roosevelt. Wenn wir lebendig nach Hause kommen, werde ich endlich auf Ellen aus dem Mathekurs zugehen und ihr sagen, wie sehr ich sie mag. Wäre schön, wenn uns diese Dinge widerfahren würden. Was machst du da? Ich grabe ein Loch. Wieso? Weil ich gern auf der Seite schlafe. Los, zeig's ihnen, Brian. Übrigens, die Sonne ist in Wirklichkeit ein Schwarzer. Der Mond ist Koreaner. Oh, Brian, das war unglaublich. Ja, du hast dich echt ordentlich gefügelt, Hund. Ich mach dann mal die Jalousie runter. Ich kann euch noch sehen. Du äthiopische Messis. Wie konnte es nur so weit kommen? Willkommen in Russland, Peter. Mann, Russland hat die schärfsten und die hässlichsten Frauen auf der Welt. Nur Zehnen und Einsen. Wow. 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 Oh, ich bin ein Wow. Seit wann hast du eine Zeitmaschine? Die habe ich gebaut, als mir das Tierstimmenspiel aus Europa zu blöd wurde. Das Schweine macht grüns grüns. Die Kuh macht Muschisnjev. Nein, das macht sie ganz bestimmt nicht. Der Hahn macht Kikerikowitsch. Wo? Wo macht der Hahn sowas? Der Affe macht Allora Makak. Nein, 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 das macht er nicht. Der Elefant macht Wump. Ja, so ähnlich. Gut, wenn alles funktioniert hat, sind wir jetzt genau an dem Ort und der Zeit, an die Mord geschickt wurde. Wir müssen nur noch rausfinden, wo wir sind. Oder wann wir sind. Das ist so ein billig prolliger Spruch von Zeitreisenden. Muschisnjev. Gut, wir sind irgendwo in Europa. Aha! Sieh nur, diese Spur von gebrauchten Taschentüchern sollte uns direkt zum Mord führen. Oder zu Quagmire. Der ist eklig. Oh, Hallöchen, Probleme mit dem Auto, was? Ja, wir sind unterwegs zum Nordpol. Ich nehme an, Sie sind nicht vom Automobilclub. Bitte? Automobilclub. Pannenhilfe. Oh, wir helfen alle gern. Ich meine, es ist Kanada. Keiner da? Sie sind da. Klar bin ich da. Es ist Kanada. Also ist keiner da. Wäre keiner da, wäre es doch nicht Kanada. Hä? Ich glaube, der ist besoffen. Besoffen oder nicht? Können Sie uns helfen? Hier hilft jeder. Es ist Kanada. Wieso ist keiner da? Ich bin da, Sie sind da, wir sind alle da. Oh, verstehe. Ich war gerade unterwegs nach Norden. Ich liebe Quebec. Es ist mir egal, ob Sie Gebäck lieben. Es ist zwar bald Weihnachten, aber hier gibt es keine Plätzchen. In Quebec gibt es auch Gebäck. Dieser Dreck hat doch keinen Zweck. Wir haben kein Gebäck aus Quebec im Gepäck. Oder Sie fahren einfach über den Fluss rüber. Da ist Ottawa. Es ist mir vollkommen egal, ob in dem Fluss ein Biber oder ein Otter war. Wir haben kein Geld, um den Wagen zu reparieren und wir sind unterwegs zum Nordpol. Oh, mit einem Auto kommen Sie da sowieso nicht hin. Wenn Sie wollen, kriegen Sie mein Schneemobil. Wirklich? Das würden Sie uns geben? Oh, selbstverständlich. Das ist kanadische Gastfreundschaft. Ich schenke Ihnen mein Geld und reiß mein Bein für Sie aus. Okay. Also, Glenn, mit dieser Übung trainierst du deine Selbstbeherrschung. Hier ist die neueste Ausgabe vom Besuch-Katalog. Oh Gott, tote Kätzchen, alte Nonne, richtig alte Nonne, Renny Zellweger, geschafft. Hey, gratuliere. Ja, gut, wirklich Spitze. Gut. Okay, Quagmire, es wird Zeit, dir die Stützräder abzunehmen. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Was ist denn los, Glenn? Gar nicht.
Oh, Stacy, du hast deinen Puschel ins Wasser fallen lassen. Ich hol ihn dir. Ich komm mit. Ich auch. Wartet mal, wir wollen doch nicht, dass unsere Pullover nass werden. Ziehen wir sie lieber aus. Wasserschlag. Gott. Oh, oh. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Mit dem Plastikbeutel. Wo bin ich? Bin ich tot? Nein, von hier aus überwachen wir alle Umkleidekabinen im Einkaufszentrum, um Ladendiebe auf frischer Tat zu ertappen. Was will ich sagen? Oh mein Gott, die hat einen Herzinfarkt! Oh! Das war unglaublich. Sie haben ihr das Leben gerettet. Zum Glück können Sie Erste Hilfe. Was heißt Erste Hilfe? Lois? Hey, Lois, Schatz. Liebes. Ach, du bist wach. Gibst du mir mal das Knabberzeug? Hier. Wo sind wir? Etwa 2 Stunden vom nobelsten Bed and Breakfast am Cape Cod entfernt. Ach, Peter, das wird sicher fantastisch. Ich bin so aufgeregt, ich könnte mir gleich mein Diaphragma reinschieben. Igitt, warum schläfst du nicht noch eine Runde? Ich weck dich, wenn wir da sind. Okay. Mann, sind das viele Hamburger. Die kannst du doch nicht alle auffuttern, du blöder Vollidiot. Der will's wirklich tun. Oh, der ist sowas von peinlich. Hast du das gehört, du peinliche Pappnase, du? Peter, was zum Teufel ist mit dir los? Da schlafe ich mal 10 Minuten und schon musst du den Wagen an einen Baum setzen. Oh mein Gott, du musst doch auf die Straße achten. Wir hätten tot sein können. Ich meine, sieh dir mal unseren Wagen an. Der ist völliger Schrott. Der ist absoluter Schrott, Peter. Ach, das ist ja fabelhaft. Wie sollen wir jetzt... Ach mein Gott, ich hätte fahren sollen. Ich sollte immer fahren. Ich darf dir nicht vertrauen, Peter Griffin. Grundgütiger, hier sollen wir übernachten? Doch, komm schon. Die sagten, bis morgen ist unser Wagen repariert. Und dann sind unsere 2. Flitterwochen wieder auf Kurs, ha? Peter, da liegt eine Nutte auf dem Bett. Hi. Du musst ganz still stehen, Lois. Die können nur sehen, was sich bewegt. Wo seid ihr hin? Hierher. Beeil dich, du. Ich will einen guten Platz. Ich hasse es, wenn Autoren aus ihren Werken vorlesen. Diese Dr. Seuss-Lesung war grauenvoll. Und als die Wirkung der Drogen nachließ, wurde der Sex sogar noch brutaler. Das reimt sich nicht. Das neue Zeug ist nicht gereimt. Hallöchen. Sind Sie ein Fan von Jonathan Franzen? Ja, und ob. Ich verehre ihn. Ja, von all meinen Schülern schlägt er sich am besten. Tut mir leid, aber Mr. Franzen hat uns informiert, dass er nicht kommt. Wie die meisten echten Autoren ist er zu gut für diese dumme Stadt. Oh. Es ist scheiße hier. Tja, diesen Leuten wurde ein Autor versprochen. Nein! Ach, naja, ich muss sowieso zurück in meine Studentenbude. Ich muss noch eine Kurzgeschichte für kreatives Schreiben verfassen. Kreatives Schreiben, hä? Wenn Sie wollen, gucke ich gern mal für Sie drüber, bevor Sie sie abgeben. Wirklich? Das wäre klasse. Cool, ich begleite Sie zu meinem Auto. Komm mit, wir gehen. Moment, warte mal. Bezahlen deine Eltern dafür all diese Studiengebühren, dass du mit Hunden f***? Ach, das Iwa-Doppelkassettendeck. Das sind die Waldorf und Stettler hier des Ramschmarkts. Die Auswahl hier ist kacke. Ja, genauso wie die Kunden. Jim Henson ist an behandelbarer Lungenentzündung gestorben. Hey Brian, erinnerst du dich an den Film 1 für 4? Die haben die magischen Girl-Power-Jeans. Ach du Scheiße, was ist passiert? Weiß nicht, ich glaube, ich habe mich in America Ferrera verwandelt. Ich will das nicht. Hilfe, hilf mir jemand. Siehst ganz passabel aus, Dewey. Siehst verdammt passabel aus. Kacke, Leute, die wir kennen. Ihr kennt die Übung. Wir spenden nur und kaufen nichts. Wir leisten einen Beitrag, unsere Gemeinde zu unterstützen. Ich warte im Hinterhof. Können Sie alles zusammenfalten und aus dem Fenster werfen? Ich habe schon ein Casting für einen fürsorglichen Dad in einem Frühstücksflocken-Werbespot.
Hey, Dad. Ja, Kumpel? Als du ein Kind warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist? Nun ja, ich wollte Rockstar werden. Und warum bist du keiner geworden? Deinetwegen, Kumpel. Ich habe ein Mädchen in einem Handyladen angelächelt und jetzt sitze ich hier fest und esse mit dem Jungen Frühstücksflocken zum Abendessen. Für mich wirst du immer ein Rockstar sein, Dad. Du hast mein Leben versaut. Ich gehe ins Bett. Ach, übrigens, Bonnie, wir haben im Buchclub gerade den Da Vinci Code zu Ende gelesen und du hattest recht, es ist toll. Lass mich raten, eine blumige 300-seitige Masturbationsvorlage für die Wechseljahre. Oh, mir hat's gefallen. Und die Kapitel sind nur 2 Seiten lang, also kommt man sich richtig klug vor, wenn man es liest. Quassel draußen weiter, Lois. Gute Nacht, Liebling. Oh ja, wie ich dachte, Frankreich, Kunst... Ein Mord? Das ist ja eine größere Überraschung als damals, als sich Peter in Luft aufgelöst hat. Hey, Stewie, ich sag Kuckuck. Ja, ich seh dich, Fettback. Wo ist Daddy? Wo bist du hin? Das ist doch gar nicht möglich. Ich kann dich hören, aber ich seh... Er muss verschwunden sein. Ich sag Kuckuck. Oh, wie zum Teufel hast du das gemacht? Ich dachte, du seist verschwunden, sonst hätte ich nicht in meiner Nase ge... Oh, toll, hau einfach ab, wenn ich mitten im Satz bin. Ich erinnere mich noch gut an das Enten-Ganz-Desaster. Ente? Ente? Ente, 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 Ente. Ente. Wie heißt das andere Wort? Zum Glück haben wir das unter Kontrolle gebracht, bevor die Polizei dich erwischt hat. Keine Bewegung, Lois. Du bist verhaftet. Oh, verdammt. Also gut, Joe. Ganz ruhig. Lois wird freiwillig mitgehen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich werde nur schnell meine Handtasche holen. Jetzt sag mich mal! Tut mir leid, Lois, so sind die Vorschriften. Keine Sonderbehandlung für dich. Macht nichts, Joe, ich verstehe schon. Schnauze, du Magel! Euer Ehren, es tut mir sehr leid, dass ich all diese Dinge gestohlen habe. Ich hatte mich einfach nicht im Griff. Nun, Mrs. Griffin, nachdem Sie nicht vorbestraft sind, habe ich beschlossen, milde walten zu lassen. Mein Hammer ist verschwunden. Geben Sie her! Ich verurteile Sie zu 2 Jahren im Staatsgefängnis. Oh Mann, das ist doch Schwachsinn. Ruhe im Gerichtssaal! Noch so ein Zwischenruf und ich verlängere die Haftstrafe. Hätzchen. Gut, 3 Jahre. Ich hab genießt. 4 Jahre. Entschuldigung. 5 Jahre. Die Pimmelwarze. Na gut, also 3 Jahre. 3 Jahre im Gefängnis? Oh mein Gott, was hab ich getan? Oh Mann, das letzte Mal hab ich mich so aufgeregt, als ich im Fernsehen den Blob gesehen hab. Vorsicht, hinter Ihnen, das ist der Blob. Ich rette Sie. Okay, Lois, 15 Sekunden. Nennen Sie etwas, auf dem Sie sitzen können. Ein Stuhl. Meine Kacke. Nennen Sie eine beliebte Blume. Nelke. Gürtelrose. Etwas aus Ihrem Schrank. Schuhe. Gruselmonster. Ihr liebster Feiertag. Weihnachten. 9/11. Etwas, das Sie am Wochenende tun. In die Kirche gehen. Schwarze Poppen. Griffins, wir machen jetzt eine Emmy-Gewinnerfolge. Werdet erstmal eure Kotze und eure Fürze los. Ich mein, nicht witzig. Wenn das nächste Mal ein Sandwich im Kühlschrank liegt, auf dem mein Name steht, dann ist es nicht, du Schwein. Bitte, Sie verstehen das nicht. Und wie ich es verstehe, auf dem Sandwich stand dein Name nicht, aber auf diesen Kugeln steht er. Mein Name ist auch Peter! Das letzte Mal habe ich mich als Anfänger bei der Feuerwehr so blamiert. Tut mir leid, erster Tag, ich lerne noch. Das ist echt kacke mit deinem Bein. Wie geht's dir so? Ich sag's dir, es ist furchtbar. Mir ist langweilig. Ich kann nicht schlafen. Ich liege nur rum und warte, bis mein Bein wieder wird. Das tut mir wirklich leid, Grandpa. Und das Schlimmste ist, ich kann keinen Sex haben. Gott, wenn ich's nur irgendwie selbst tun könnte. Den Druck loswerden und nach 4 Minuten friedlich schlafen. Ich zeig dir jetzt mal was. Das war der Wahnsinn.
Und Linda Carter war gar nicht hier? Nein, die war nur in deinem Kopf. Unglaublich. Und wie oft kann man das machen? Einmal im Jahr? Nein, du kannst es praktisch immer dann machen, wenn du nichts anderes machst. Cool. Nächstes Mal versuche ich es mit meiner Hand. Hey, Grandpa, was sollen wir jetzt machen? Willst du eine Pizza bestellen? Klingt nicht sehr aufregend. Aber man kann seine Bestellung online verfolgen. Er ist auf der Van Buren Street. Gleich ist er da. Er ist echt schnell unterwegs. Wollen wir zwei bestellen und sie gegeneinander wettfahren lassen? Glaubst du, das System bricht zusammen? Wir müssen es probieren. Hier ist Ihre Pizza. Macht 16,50. Wir haben mit dir gespielt. So sieht es aus. Du bist ein Clown. Bezahlen Sie Ihre Pizza? Ja, das Geld ist im Kartoffelpüree versteckt. Friss dich durch, ohne Hände. Das macht alles sehr viel Spaß mit dir, Chris. Nicht gucken, du gehörst nicht dazu. Und Brian immer noch Atheist, obwohl Daddy Gott getroffen hat? Wer weiß, wen er getroffen hat. Jedes Mal, wenn wir in Disneyland sind, freut er sich, dass Mickey Mouse an dem Tag auch da ist. Ehrlich, Gott zu sehen war genauso wie Mickey und Donald vor der Achterbahn in Disneyland zu treffen. Ich meine, was für ein Zufall. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du dir all die Mühe machst, Gott zu treffen und ihn dann nur um etwas wegen der Patriots bittest. Doch, ich habe ihn um noch was gebeten. Ah, was passiert mit mir? Seht nicht hin, alles okay. In einer Sekunde ist es vorbei. Hallöchen? Ja? Tag, Stewie. Ich führe die Zuschauer durchs Family Guy Studio und wir dachten, wir kommen mal vorbei und reden mit dir über die Serie. Über die Serie reden? Ich sag euch was über sie. Die Serie ist kacke. Ich bin überhaupt nur noch dabei, weil ich mein Startup-Business promoten will. diskretekrebs.com. Hi, sind Sie ein erwachsener Heteroman, der gern Krebs isst, ohne dass die Menschen unerwünschte Rückschlüsse auf Ihr Privatleben ziehen? Gehen Sie zu diskretekrebs.com, bestellen Sie und innerhalb von 30 Minuten... Eine sehr maskuline Pizza-Lieferung für Stewie Griffin. Oh, danke schön. Erdbeere-Banane-Nutella mit Himbeersößchen. Jetzt brauche ich nur noch einen knackigen Knabenpopo, von dem ich es runterfuttern kann. Mom, Dad, bin ich hässlich? Oh, aber natürlich nicht, Liebes. Wer hat dich denn auf die blöde Idee gebracht? Craig Hoffman. Craig Hoffman hat es gesagt? Er ist ein schlauer Bursche, vielleicht bist du hässlich. Na, lass mich diese Tränen trocknen. Ja, deine Qualen sind mein Lebenselixier. Mac, lass dir von den schrecklichen Kindern in der Schule nicht dein Selbstwertgefühl zerstören. Ich sag dir was, morgen ziehen wir beide los und besorgen dir ein paar brandneue Outfits. Vielleicht so eine neumodische Hüftjeans, die deinen süßen Hintern so richtig zur Geltung bringt. Wirklich? Wow, danke, Mom. Mac in der Hüftjeans. Ich hab genug gesehen. Verschwinde, verdammt! Gut, du hast es nicht anders gewollt. Manchmal laufen Beziehungen sich tot und finden ihr natürliches Ende. Vielleicht solltest du dich nach jemand anderem umsehen. Sie fehlt mir so furchtbar. Ich weiß, Schatz. Aber wenn etwas Zeit vergangen ist, wirst du sie überwunden haben. Genau wie damals dein Hamstertanz-Tourette-Syndrom. Entschuldige, Mom, bekomme ich bitte... Sein Gehirn ist kaputt, aber es ist witzig. Tu's nicht. Ich muss rausfinden, ob sie in Wirklichkeit genauso besonders ist wie am Telefon. Und wenn ich immer auf euch hören würde, hätte ich nie diesen Job als Fötusvertreter bekommen. Okay, dann sehen wir uns ihr Baby mal an. Hi, er kommt gleich wieder, er ist auf dem Klo. Hope, Ben, bitte lassen Sie Gott Ihre Gebete beantworten. Lassen Sie Ihrem Sohn helfen. Naja, ich schätze, durch den Willen Gottes wird alles möglich. Na gut, Lois, Scotty darf behandelt werden. Oh, danke, danke. Und Gott möge Sie segnen. Alle mal herhören, wir kriegen heute alle Sex. Kann ich auch einen Red Bull probieren? Oh mein Gott, kannst du einen Red Bull probieren? Ich wäre beleidigt, wenn du es nicht hättest. Hier hast du ein paar Dosen. 1, 2, 3, 4, 5, kurz. Nimm sie. Das würde Woody Woodpecker sagen. Na gut, ich gehe raus und melk die Kuh. Peter, wo hast du diese Kuh her? Oh, das ist eine blöde Frage, Lois. Ich habe sie gekauft, damit wir jeden Tag frische Milch haben können. Oh, Mann, dieses Red Bull ist wirklich starker Stoff. Jetzt verschwinde, du bist nur ein verlogener Heuchler. Ich habe echt Scheiße gebaut. Das letzte Mal habe ich mich so schlecht bei dem Geschwindigkeitsschild gefühlt. Oh.
Oh. Peter, wenn du mit der Achterbahn fahren willst, wirst du eine Diät machen müssen. Eine Diät, hä? Und wie geht sowas? Na ja, fang an, Buch darüber zu führen, was du isst. Na gut, wenn ich dadurch in diese Achterbahn komme, dann mache ich eben eine Diät. Und ich höre erst auf, wenn ich so gut aussehe wie meine Tante, Beine bis zum Hals, Griffin. Hey Baby, gehen deine Beine etwa bis zum Hals? Aber ja, das tun sie. Ah, oh mein Gott, du bist ein Monster. Komm zurück, ich lass dich auch in meinen Hinterkopf rein. Oh Gott, ich vermisse Peter schrecklich. Schwul oder nicht, ich wünschte, er wäre noch hier. Mir fehlt Dad auch, Mom. Aber wir werden es schon schaffen, wir halten zusammen. Ja, viel mehr als eine asiatische Familie. Bist du schon Doktor? Nein, Dad, ich bin 12. Red mit mir, wenn du Doktor bist. Peter, du hast wohl etwas zu viel erwischt. Vielleicht solltest du dich zurückziehen. Was redest du, Lois? Es ist Feiertagstradition, dass sich Väter am Thanksgiving besaufen. Ich arbeite hart, um ein Füllhorn auf den Tisch zu bringen und du präsentierst dein Fußgelenk jedem dahergelaufenen Tom. Tom und noch einem Tom hier im Dorf. Sprich nicht auf diese Weise mit Mutter. Das reicht, der Gürtel kommt zum Einsatz. Während der letzten 2 Wochen habt ihr beide euch immer nur gestritten. Wie wäre es, wenn ihr euch eine Auszeit nehmt? Kommt mit nach Martha's Vineyard und seht zu, wie mir der Preis überreicht wird. Wow, das hört sich wahnsinnig verlockend an. Moment, das hört sich wahnsinnig teuer an. Können wir nicht was Nettes hier zu Hause machen? Hier kann man sich auch entspannen. Hey Leute, ich habe beschlossen, Basstrommel spielen zu lernen. Ich fange an zu packen. Also, Mac, als amerikanischer Staatsbürger muss man eine klare Meinung zu gewissen wichtigen politischen Themen haben. Wie stehst du zur Abtreibung? Ich stehe meistens so. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, Peter, was ist hier los? Joe, zurück ins Haus, oh der Rundel dreht sich noch. Joe, du musst wieder zurück ins Haus. Zurück ins Haus. Oh, nein. Oh, Joe, oh, es tut mir leid, Kumpel. Ist schon oh, Mann, gut, alles in Ordnung. Geht's dir gut? Schon okay, es geht oh, mir Mann, gut, es oh, geht uns allen gut. Das war wirklich krass. Seht euch das an, jetzt werde ich aber wirklich misstrauisch. Hat hier jemand eine Pizza bestellt? Ich muss dich um etwas bitten. Und es ist etwas Großes. Ich meine, es gibt nichts Krasseres, worum mein Kerl seinen Kumpel bitten könnte. Hey, wir sind beste Freunde, was brauchst du? Gut, und du musst wissen, dass ich dich niemals um sowas bitten würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Gott, Quagmire, was willst du? Shamis will sich nicht scheiden lassen, weil sie mir nicht glaubt, dass ich schwul bin. Also muss ich dich bitten, mit mir zu schlafen, während sie zusieht. Wirst du dich anziehen? Ja, ich schwör's. Bleibst du angezogen? Ja, ich verspreche es. Ich werde dich nie wieder mit meinem Körper belästigen. Bitte mach, dass das aufhört. Gut. Dad, kannst du mich mit dem Auto zum... Was ist das für ein Ding? Mach doch das weg! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, Peter, das ist eine scheiß Ratte. Halt sie fest, ich hol das Gewehr! Ja, besorg sie ordentlich, alter Mann. Vielleicht sollten wir es aufschieben, noch ein Kind zu bekommen. Ja, mag sein, du hast recht. Nein, du musst seinen Samen empfangen. Komm sofort wieder her, du fetter Bastard, und mach's ihr! Was hast du da eben gemacht? Nein! Du hast meinen Bruder umgebracht! Das Funkeln, er lebt noch! Tja, gut gelaufen, Spermbruder, gut gelaufen! Hey Babe, wie sieht's aus? Machen wir Samstagabend einen drauf? Stewie, was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich jetzt für andere Männer interessiere. Ach ja? Ich sag dir, wofür du dich interessierst. Mieses Aussehen. Stewie, das war ziemlich gemein. Nein, gemein wäre es gewesen, wenn ich zur Begrüßung gesagt hätte, oh, hey, Ray Liotta, ist Olivia zu Hause? Oh, warte, du bist ja Olivia. Verstehst du? Ich hätte dich für Ray Liotta gehalten, weil deine Haut eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Zierkürbis hat. Also, dann hole ich dich um 7 ab. Das hört sich toll an. Ach, ich kaufe so gern in der Weihnachtszeit ein. Ach, diese Schnellrestaurants sind so deprimierend. Man sieht immer, welche Väter von ihren Söhnen enttäuscht sind, weil sie beim Essen immer noch ihre Jacken anhaben. Wie schmeckt's dir, Dummkopf? Leider ist Fressen nicht Mathe. Sonst könnte ich wenigstens stolz auf dich sein. Ich möchte bei Mom leben. Ich weiß, ich auch.
Es ist wirklich schwierig, Cleveland zu ersetzen. Ich vermisse ihn. Peter hat recht, wir müssen einen neuen Schwarzen finden. Ja, sonst sind wir nur ein paar langweilige weiße Typen wie in einem Londoner Gentleman's Club. A few moments later. Wenn ich aus der Quarantäne rauskomme und es in die nächste Stadt schaffe, kriege ich vielleicht den Impfstoff, den ich brauche. Stewie, ich bin du aus der Zukunft. Du musst sofort aus der Stadt raus, bevor du krank wirst. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Eigentlich bin ich hier, weil ich weiß, dass du Klebstoff hast. Gib mir den Klebstoff! Stewie, hör mir zu. Mach niemals im Leben diese Sache, die ich so liebe. Was klingelt da? Joe, dieses Klingeln, das kommt aus deinem Rücken. Du hast recht. Das ist ja unglaublich. Dr. Hartmann hat sein Handy bei der Operation in seinem Rücken vergessen. Oh Gott sei Dank. Ich höre dieses Klingeln schon die ganze Woche und hab gedacht, ich bin verrückt geworden, weil der Irre mich immer anschreit. Deine Mutter ist eine Hure! Das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Gary. Keine Sorge, das ist Peter. Er glaubt an unsere Sache. Wie kannst du sicher sein? Mache den Test. Wer ist besser, Hulk Hogan oder der Eiserne Scheich? Der Eiserne Scheich? Gut, er ist einer von uns. Er ist der perfekte Mann, um uns zu helfen, die Brücke von Kuhhock zu sprengen. Ah, oh mein Gott, alle in Deckung! Darf man die Spielzeuge einfach mitnehmen? Ich hab gehört, du pflückst gern Obst. Willst du was Birnenförmiges mit blauen Flecken pflücken? Obst hat Kerne, die man rauskacken kann. Hey, Hodor, mach meine Schlampenfrau nicht an! An der Tatsache, dass sie einen einzelnen mit Vaseline befüllten Lederhandschuh tragen, erkenne ich, dass sie vernünftig sind. Also atmen wir alle mal tief durch und beruhigen uns. Nein! Karateschlag! Ja, verdammt! Ich steck meine Jeans in meine Stiefel! Ich krieg dich noch, du dämlicher Riesenaffe! Also dieses Springfield scheint sehr nett zu sein. Wir sollten öfter herkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, das bleibt bei einem Mal. Leute, wir sind nicht zum Spaß hier. Wir müssen zur Polizei und unseren Wagen als gestohlen melden. Oh, und trink kein Wasser hier. Die Leute sehen alle so aus, als hätten sie Hepatitis. Dad, ich hab solchen Hunger. Können wir irgendwo was essen? Lois, pack deine Möpse aus und fütter den Jungen. Hör auf deinen Mann! Ja, hör auf deinen Mann! Fühl dich wie ein NFL-Star. Hört sich cool an. Junge, du bist der Beste. Unterschreib hier und du verdienst Millionen. Ab aufs Spielfeld. Au! Sein Knie ist hin. Doc, sie werden nie wieder Football spielen. Tut mir leid, Junge. Du wolltest mir ein Haus kaufen. Jetzt hab ich Kopfschmerzen. Ich spende mein Gehirn der Wissenschaft. Peter, wach auf! Oh, was? Oh, Lois. Ich hatte einen total unrealistischen Traum. Das amerikanische Volk hat einen schwarzen Präsidenten gewählt und die ganze Welt war glücklich darüber. Brian, guck doch mal. Ich habe eine Wasserrutsche im Haus gebaut. Ja! Ich werde nicht im Krankenhaus anrufen, weil du sonst nichts daraus lernst. Oh, meine Güte. Seht ihr den da? Das ist der gewalttätigste Mörder, den ich jemals festgenommen habe. Sein Name ist Steve Bellows. Der hat mal jemanden erschossen, nur weil er geschnarcht hat. Vielleicht erinnert sich Steve nicht mehr an dich. Was für eine Überraschung, Officer Swanson. Sie und Ihr Freund sind schon so gut wie tot. Ach, sehr gut. Er hält uns für Zombies und lässt uns in Ruhe. Quagmire, bist du da? Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Das nennt man autoerotische Erstickung. Er hat sich umgebracht. Und währenddessen hat ein Clown-Porno geguckt. Oh ja, Baby. Oh, du machst mich so scharf, Baby. Peter, er lebt noch. Er muss sofort ins Krankenhaus. Aber zuerst gucken wir noch das Ende des Clown-Pornos. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft. Einsam fährt nur der traute Hochheilige Wooderson. Holde Geiseln mit lockigem Haar. Fahr im himmlischen Linken. Fahr im himmlischen Linken.
Die Family Guy Weihnachtsfolge wird Ihnen präsentiert von Lincoln. Lincoln, was treiben wir da? Die sind ganz klar zu Hause. Man wäre blöd, wenn man da einbrechen würde. Oh ja! Ich hasse den Typen, aber er ist gut. Ich mach sie fertig. Versohl ihm den Arsch! Ja, versohl ihm den Arsch! Tritt ihn in den Arsch, Peter! Ja. Oh, ziemlich schnell, ha? Huh? Und wie wär's damit? Oh, jetzt kommt die Windmühle. Haben Sie genug? Der ist hin. Peter! Ihr versucht immer noch die Welt wieder aufzubauen, was? Hallo, Peter. Wir kommen nicht in dein Team. Ich stelle ein Team zusammen. Wir sind dabei. Gut. Schlagen wir drauf ein wie harte Jungs. Dein Schweiß ist in meinen Mund geflogen. Tony, Sie werden es nicht glauben. Ich habe mehr Lohn verlangt, so wie Sie mir geraten haben. Und die haben zugestimmt. Tony? Tony, sind Sie da? Na, wer bin ich? Gina Davis? Nein, ich bin's. Drehen Sie sich um. Tony? Sie sind am Leben? Aber wieso? Sie sind vom Blitz getroffen worden. Ich wurde durch Blitze erschaffen in einem Labor wie Frankenstein. Und wie stehen Sie zu Feuer? Egal wie. Nach dem Blitzschlag bin ich in Ihren Kofferraum gestiegen und da habe ich die letzte Woche gelebt. Also, wenn ich Ihre Stimme gehört habe, dann waren das bloß Sie im Kofferraum? Ganz genau. Warum haben Sie das auf sich genommen? Peter, ich habe geschworen, dass Sie nicht der Erste sind, an dem ich scheitern werde. Wow. Tony, ich weiß überhaupt nicht, wie ich Ihnen jemals danken kann. Sie müssen mir nicht danken, Peter. Ich habe hunderte Millionen Dollar. Die liegen hinter meiner Stirn. So, ich muss da mal los. Sie fahren einen Kleinwagen? Ich habe zwei. Ich komme, ihr hilflosen Menschen! Ladies und Gentlemen, heute wir erleben den Kampf, der entscheidet, ob Osten oder Westen überlegen ist. Für Russland wird kämpfen Präsident Wladimir Putin. Für Amerika wird kämpfen Kevin James. Die halten mich hier alle für Kevin James. Aber es klingt, als würde Publikum anfeuern, den Amerikaner. Schluss jetzt! Lois, was machst du denn hier? Ich bin nicht in Wirklichkeit hier. Du bist mehrfach am Kopf getroffen worden und hast ein schweres Hirntrauma erlitten. Sie hat recht. Wir sind zu weit gegangen. Es muss einen anderen Weg geben, unseren Streit zu schlichten. Sagst du? Ja. Say me. Vlad und ich beendeten unseren Tanz und unterhielten uns bis in die Morgenstunden. Am nächsten Tag vergiftete er mich in der Limousine zum Flughafen mit radioaktivem Tee. Ich verlor die Hälfte meines Körpergewichts, alle Haare und bekam Wunden, die niemals heilen werden. Das ist der beste Freund unseres Präsidenten. Danke nochmal fürs Mittagessen. Tut mir leid, dass ich so viel Hakenkreuze auf die Tischdecke gemalt habe. Ich war nervös. Schon okay, nur dumm, dass wir in einem koscheren Restaurant waren. Ich habe mir die Finger mit Schokoladeneis vollgesaut. Hast du ein Taschentuch? Nein, aber ich helfe dir, sie sauber zu machen.
Larry, bist du geil auf mich oder hungrig? Kann's nicht beides sein? Wow, Larry, damit habe ich nicht gerechnet. Das bereden wir später. Ich muss jetzt zurück zur Highschool. Oh. Wo ich arbeite. Oh. Als Hausmeister. Oh. Um die Uni zu bezahlen. Oh. Die ich gerade baue. Oh. Aus Eis am Stielhölzchen. Oh. Was habt ihr euch einfallen lassen, damit ihr wie echte Mistkerle aussieht? Bürgermeister West, bitte. Sehr schön, gut, gut, sehr schön. Ich bin eine heiße Braut in einem Club. Was sagen Sie zu mir? Du bist unattraktiv, aber ich tu dir einen Gefallen und treib's mit dir. Hahaha, da kannst du froh sein. Du bist zu spät, Pfote. Du blöder Arsch! Du bringst uns den ganzen Anbagger-Scheiß bei und es ist alles Schwachsinn. Ich kam her, weil ich den Nies wiederhaben wollte und du hast mir das Leben versaut. Hier geht's nicht um Frauen, die dir was bedeuten, du Idiot. Hier geht's um schnellen Sex, nicht um Liebe. Und was soll das bringen? Wenn man niemals Liebe findet, bedeutet der Sex nichts. Wie finde ich die Frau meiner Träume? Erst wenn du bereit bist. Und vielleicht nicht mal dann. Frauen sind so ähnlich wie Sketche aus dem Comedy-Fernsehen. Viele sind furchtbar, manche okay und wenige ganz gut. Oh, das Kung-Pao-Huhn riecht gut. Riechst du es auch, Brian? Alles, was ich rieche, ist ein Arsch. Treten Sie vor den Altar und fürchten sich vor spontanen Durchfall? Zu viel Chili gegessen, bevor Sie in die Oper gehen? Sind Sie Gérard Depardieu, aber hinten raus? Dann brauchen Sie ein Smoking mit der Kackklappe. Jedes Jahr bei der Emmy-Verleihung habe ich was in der Hose, das klumpig ist und schrecklich stinkt. Das ist vorbei, dank der Kackklappe. Das Projekt ist eingegangen und ich habe $200,000 verloren. Weißt du wieso? 555 bedeutet, das ist keine echte Telefonnummer. Das hätte ich wirklich gern gewusst. Wenn wir zum Käfig eurer Mutter kommen, sagt guten Tag, aber trödelt nicht rum. Ich will noch zum Reptilienhaus. Oh, und wir müssen zu den Pandas. Das ist kein Zoo, das ist ein Gefängnis. Quagmire, was machst du denn hier? Oh, heute ist ehrlicher Besuchstag und ich stehe auf scharfe Nummern im Knast. Oh, giggity, 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 goo. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire. Giggity, 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 giggity. Ich will Sex. Ich hoffe sehr, dass nichts passiert, was dieses edle Dinner ruinieren könnte. Giggity, 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 go, 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 giggity, 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 go. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire, Quagmire. Giggity, giggity, go. Das einzig Gute daran ist, dass ich Zeit hatte, nachzudenken, warum ich hier gelandet bin. Ich glaube, ich habe gestohlen, weil mich der langweilige Alltag so frustriert hat. Ich empfand eine Leere in meinem Leben, als ob es ein verstecktes Loch in mir gäbe. Oh Gott! Und ich habe versucht, dieses Loch auszufüllen mit allen möglichen teuren Objekten und Gegenständen. Oh Gott! Und es war ein wunderbares Gefühl, als dieses Loch ausgefüllt war. Oh Gott! Ich bin selbst schuld. Jetzt muss ich auf die Knie gehen und alles schlucken, was die rechtsstaatlichen Organe mir verabreichen. Das war auch unanständig. Kacke, die Milch ist alle. Wir müssen im Flughafen nebenan neue holen. Kannst du gleich auch eine Rattenfalle besorgen? So ein Riesenvieh lebt bei uns unterm Waschbecken. Ich versteck mich hier, bis ihr alle schlaft, dann komme ich raus und mache Kackbällchen in euer Müsli. Er gehört dir, Joe. Sei froh, dass ich hier so einen guten Ruf genieße wegen meiner 18 Ehrenmedaillen für meine Heldentaten. Jetzt fängt er schon wieder mit seinen Medaillen an. Wenn du deine Medaillen so liebst, warum heiratest du sie dann nicht? Ich hab mal sowas Ähnliches gemacht. Und für den Fall ihres Todes soll die Versicherungssumme an ihre Frau ausgezahlt werden. Ja. Und ihre Frau ist dieses Stück Kuchen da. Sie haben's erfasst. Ich liebe dich. Okay, unterschreiben Sie hier. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie können die Sache vergessen. Hör zu, Joe. Wir wollten es dir nicht sagen, aber wir fahren zu dem krass gefährlichen Stierlauf. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dachten, es ist zu hart für dich. Ja, wir dachten, es ist viel zu riskant für einen verkrüppelten halben Mann mit verkümmerten Stummelbeinen. Wir wollten deine Gefühle nicht verletzen. Quatsch, meine Behinderung hat mich noch nie von was abgehalten. Ich komm mit euch mit. Du hast in deinen Beutel gepinkelt, während du das gesagt hast. Kannst du ehrlich behaupten, dass du nicht gepinkelt hast, während du gerade geredet hast? Oh, Peter, du verkaufst deinen Amboss? Ja, obwohl ich sehr viel Freude mit diesem Ding hatte. Oh, ein Dollar. Na gut, wenn ich das nicht darf, dann werde ich was zerstören, das du liebst. Na, zufrieden? Darüber reden wir nebenan. Ich mag es nicht, vor den Kindern zu streiten. Ich möchte aber vor den Kindern streiten. Ich brauche die Begeisterung eines Publikums. Warum stehen in deinen Regalen keine Pokale? Da ist jemand aber besonders gut gelaunt heute. Lois, warum ist auf meinen Schecks nichts aufgedruckt? Naja, Peter. Was?
Ich hab dir einfach einen Block großer Post-its gegeben. Was? Der Scheck über 1 Million, den du mir gestern gegeben hast, ist nicht echt? Ich hab gekündigt, Mann! Wir sehen uns nicht am Montag. Nur die normale Wäsche, bitte. Und ich soll erwähnen, dass ich sie auf schnäppchen.com gesehen habe. Was das wert? War das wirklich den eingesparten Dollar wert? Es tut mir leid, aber diese Werbeaktion läuft nicht mehr. Oh, 100% peinlich, 0% ermäßigt. Peter, heute kommen ein Haufen Gäste und sie erwarten einen Truthahn. Tja, wenn die Geflügel erwarten, lege ich eine Roadrunner-DVD ein. Miep, 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 ja. Du besorgst mit Brian einen neuen Truthahn sofort und wagt es nicht, ohne einen zurückzukommen. Keine Sorge, das machen wir. Wir sind schneller mit einem Truthahn zurück, als du Jack Robinson sagen kannst. Jack Rowe. Jack Rowe. Und als Alexander die Weite seines Reiches erblickte, weinte er. Denn es gab keine Welten mehr zu erobern. Schalt mal einen Gang zurück, Stewie. Du bist der Sprössling einer Generation, die ihre Kinder ständig für nichts feiert. Jeder bekommt dauernd eine Auszeichnung. Du hast nie eine Auszeichnung bekommen. Was ist mit der Schüssel, auf der braver Junge steht? Das war der Futternapf von unserem alten Hund. Du Mistsack! Du wusstest, dass du Herpes hast und hast trotzdem dein Blut mit meinem vermischt! Entspann dich, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so schlimm? Es ist eine hässliche und unappetitliche Krankheit, die man sein ganzes Leben lang hat! Das Schlimmste an Herpes ist doch nur, dass es mit so einem Stigma belastet ist. Stell dir vor, es hieße gar nicht Herpes, sondern vielleicht, Bumpo. Peter, lügst du etwa? Jetzt macht sie einen auf Doktor, Jungs. Hi, Lois! Quagmire, lässt grüßen. Verdammt, Peter, du machst einen Angelausflug. Du hast versprochen, dass du heute mit meinen Eltern zu Mittag isst. Solange wir keine Sekretärin für unsere Termine haben, werden uns solche Dinge immer wieder durchrutschen. Das wird meinen Eltern überhaupt nicht gefallen. Die sind immer noch sauer auf dich wegen unserer Hochzeit damals. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Sie küssen? Ich werde sie von vorn bis hinten durchnageln. Gütiger Himmel, das ist wirklich verrückt. Wir machen aus Ihren Röntgenaufnahmen übrigens einen Bildband für den Kaffeetisch. Treten Sie uns die Rechte ab? Könnten wir uns zuerst um das Problem meines Mannes kümmern? Die Mundharmonika steckt ziemlich tief. Sie zu entfernen erfordert eine sehr teure Operation, deren Kosten leider durch Ihre Bonuskarte vom Burgerladen nicht gedeckt werden. Mittagessen ist fertig, kommt schon. Hey, was es heute wohl gibt, Popel mit Pesto? Das wird's wohl sein, ja. Gott, diese Schüler sind voll langweilig. Ich bin ein Baby und wesentlich cooler als die. Was weißt du schon über die Highschool? Soll das ein Witz sein? Die heutigen Kinder sind ganz einfach zu manipulieren. Wenn du mich in einer Highschool aussetzen würdest, wäre ich innerhalb einer Woche der beliebteste Schüler. Wirklich? Würdest du darauf vielleicht auch wetten? Na klar, worum wetten wir? Wenn ich gewinne und du es nicht schaffst. Gut, bringen wir die Sache hinter uns. Tagesordnungspunkt Nummer 1, ich übergebe an Bruce. Oh, hey, er hat meinen Namen gesagt. Willkommen zur Konferenz in der Schule. Wir haben heute Abend jede Menge spannender Sachen vor. Zuerst gibt es ein Marionettentheater und dann noch etwas Jazz. Nein, ich mach nur Spaß. Wir müssen uns um das Geschäftliche kümmern. Wann wirst du den Zahnstocher endlich ausspucken? Er ist ekelhaft und er fängt an, übel zu riechen. Warum soll ich ihn ausspucken? Er bringt mir einen Haufen Bräute. Was? Und sieh dir das an. Dreifacher Zahnstocher Seite rückwärts. Oh mein Gott, ist alles in Ordnung? Nein, ich hab ihn verschluckt. Mein Zahnstocher, er ist weg. Verdammt! Ja, hab ich ganz allein geschafft. Habe ich, sagt meine kleine Wenigkeit. Seltsam formuliert, aber ich sag Ihnen, Swanson, wenn Sie weiter so arbeiten, müssen Sie nicht mehr die Einkaufstouren machen und dürfen wieder Vollzeit auf die Straße. Danke, Captain. Sir? Danke, Sir. Was ist denn hier los? Wir protestieren alle gegen den Sexualkundeunterricht für unsere Kinder. Mrs. Griffin, ich bedauere das sehr, aber der Schulvorstand hat beschlossen, Ihren Sexualkundeunterricht wieder zu streichen. Hören Sie, Rektor Shepard, ich weiß, mein Mann hat sich ziemlich daneben benommen. Oh, es geht hier nicht um Ihren Mann, sondern darum, dass Sie diesen Kindern beibringen, Kondome zu benutzen. Was? Das ist doch lächerlich. Diese Schüler haben ein Recht darauf, etwas über Safer Sex zu erfahren. Es hat mir nicht nur gefallen. Jede Seite hat mich angesprochen und jetzt würde ich nur gern die richtigen Worte finden, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihnen zustimme. Ich sage Ihnen die Worte. Danke, Rush, dass du mir das Denken abnimmst, weil ich nicht in der Lage bin, kritisch und selbstständig zu denken. Ja, genau. Seien Sie stolz, Brian. Sie sind ein nachdenklicher Amerikaner. Ich würde mich gerne noch weiter austauschen und erfahren, was Sie sonst noch so über die Dinge in unserem Land denken. Ich Ihnen noch was Besseres bieten. Hätten Sie vielleicht mal Lust, was essen zu gehen oder so? Hört sich gut an. Spitze! Sehen Sie, so lernt man Leute kennen. Ich hab's mit Online-Dating versucht, aber da ist einfach zu viel Konkurrenz.
Kleiner gut aussehender, leicht behaarter, frischer Singleverkäufer. Kleiner gut aussehender, leicht behaarter, frischer Singleverkäufer. Kleiner gut aussehender, leicht behaarter, frischer Singleverkäufer. Hi, ich bin Al Harrington vom Al Harringtons wappelwackelarmigem Windhosenkamerad-Verkaufsimperium. Aufgrund einer brutalen Scheidung, sozialer Inkompetenz und des Drängens meines Therapeuten suche ich nun online eine Frau für einen kleinen, gut aussehenden, leicht behaarten, frischen Singleverkäufer. Und hoffentlich führen mein ziemlich geschöntes und absolut frisiertes Internetprofil und das gefotoshoppte Bild von vor 10 Jahren zu einer Nacht voll körperlicher Intimität mit dir. Morgen, Sir. Nun, Peter, nachdem du hier schon fernsiehst, nehme ich an, du hast alle meine Aufgaben erledigt. Allerdings, ich habe den Postboten verscheucht, die Katze von Quagmire bedroht und sogar für dich dein Bad genommen. Ich hol jetzt nur schnell das Shampoo. Es wird nicht rausgesprungen. Ah, er hat Rupert. Hey, aus, aus, aus. Ich habe ja schon mal gelogen. Wo wollen Sie hin? Nach Haus. Wo ist zu Haus? Im Weißen Haus. Gut, da wären wir. Das ist mein Haus. Sie können jetzt fahren. Danke fürs Herbringen. Nur zu? Gehen Sie rein? Das werde ich. Sie können jetzt fahren. Nein, nein. Ich will nur sicher gehen, dass Sie gut reinkommen. Ja, aber ich muss erst die Post durchgucken. Sie wissen, wie es ist. Bitte, ich bestehe darauf. Es ist voll okay. Los! Es geht hier um mein Wohlbefinden, nicht um Sie. Das ist eine schlechte Gegend. Wenn ich nicht sehe, dass Sie sicher reinkommen, werde ich mir die ganze Nacht Sorgen machen. Kommen Sie rein, Mr. President. Gut, wir werden jetzt Ihre Reflexe testen. Hast du das gehört? Da ist jemand da draußen. Hallo? Wir sind hier drin. Wir sind zu sechs. Wer zum Teufel hat den Mülltonner Moment mal, ganz ruhig. Hey, ich will keinen Ärger haben. Tja, da bist du aber am falschen Ort, wenn du keinen Ärger haben willst. Hier draußen gibt's nur Ärger. Gleich kommt die große, böse, schwarze Eule, schnappt dich und frisst dein Auge. Räum wenigstens hier auf, wenn du fertig bist. Es ist, als fängt es hier an zu stinken. Oh, du magst keinen Gestank, hä? Ich hab was für dich. Ah! Ja, jetzt bist du von oben bis unten vollgestunken. Oh mein Gott, das stinkt ja krass. Als ob ein brennender Reifen in meine Nase gekackt hätte. Brian, warum machst du das? Es tut uns leid. Du Drecksack! Ich kann nicht sehen, ich bin blind. Was ist das für ein Gestank? Oh mein Gott! Brian wurde von einem Stinktier erwischt! Nein, geh nicht zu nah an die Wand, sonst verjagst du die Kakerlaken. Oh, das ist nicht gut. Die tragenden Wände bestanden zu 70% aus ihnen. Peter, bitte sag, dass das unsere Versicherung übernimmt. Tut mir leid, Lois, die zahlt nicht bei hündischer Gewalt. Hey, Mort, Lois und ich haben heute unseren Ausgehabend. Kannst du mir ein paar Kondome geben und ein paar Aspirin? Die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Ich sagte, die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Dabei meinte ich eigentlich meinen Schniedel. Gut, das macht dann $12.43. Das ist eine noch größere Abzocke als die Frühstücksmaschine, die ich gekauft habe. Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au, das Teil schießt nur auf einen. Es macht überhaupt kein Frühstück. Au! Was kann ich für Sie tun? Was wollen Sie von mir? Hören Sie, es ist nicht, wie Sie denken. Und wie ist es dann? Naja, ich drehe gerade einen Dokumentarfilm über die besten Rektoren des Landes und, Au! Reden Sie weiter über die besten Rektoren des Landes und? Brian! Stewie, hilf mir! Wie kam ich hierher? Um das zu beantworten, müssten wir ein wenig zurückgehen. Das machen wir nicht! Hey, wo sind die anderen? Oh mein Gott, Peter, was ist passiert? Was passiert ist? Gute Frage. Um sie zu beantworten, müssen wir etwas zurückgehen. Hört auf mit dem Scheiß! Oh.
Oh Mann, ich hasse Trivial Pursuit, da komme ich mir immer so dumm vor. Dümmer als damals, als du dich im Auto eingeschlossen hast? Verdammt! Hey, hey, hey! Kann mir jemand helfen? Hey, hey, Sir, sehen Sie die Schlüssel da? Sir, ach, leck mich doch! Also Brian, hier ist deine Frage. Welches in der Natur vorkommende Element hat den höchsten Schmelzpunkt von allen Metallen? Cadmium? Tut mir leid, Wolfram. Blödian, ich bin dran, her damit. Okay, hört zu. Welche Farbe hat ein Feuerwehrauto? Oh Gott, ich krieg immer die schwierigen. Feuerwehrauto. Feuerwehr. Welche Farbe haben diese roten Feuerwehrautos? Oh Gott, ich sehe sie direkt vor mir, ganz rot und so. Das ist richtig, Peter. Sie sind rot. Lois, was ist hier los? Ich nehme die Fragen für Peter aus der Vorschuledition, damit er ein Erfolgserlebnis hat. Gut, dass ich diesen National Geographic-Bericht über Feuerwehrautos gesehen habe. Der einsame Jäger, das Feuerwehrauto, pirscht sich an seine Beute heran. Das Feuerwehrauto kann das Achtfache seines Körpergewichtes vertilgen. Die Krankenwagen müssen sich mit den Überresten begnügen. Okay, Brian, was war die wichtigste ökumenische Versammlung im 16. Jahrhundert, die einen Wendepunkt in der Geschichte des Christentums darstellt? Das war, glaube ich, das Konzil von Trient. Also falscher kannst du überhaupt nicht liegen. Die Antwort ist Nicole Kidman. Peter, du liest die pinkfarbene... Ich bin dran. Okay, Peter, es geht um den Gesamtsieg. Sag das Wort was? Das trennt den Weizen wirklich von der Spreu. Sag einfach was! Ja. Lois, ein alter Mann ist kein D-Zug. Ich glaube, die Antwort ist wer? Hund, Katze, Maus, einmal eins ist zwei, zweimal zwei ist auch zwei, ist es was? Das ist richtig. Du gewinnst, Peter. Du hast es geschafft. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Gesamtsieg. Mein Dad ist klüger als dein Dad. Wir haben denselben Dad, du Idiot. Ja, aber meiner ist klüger. Oh Gott, keiner bewegt sich. Was ist denn? Nichts. Ich erledige das. Au. Wo hast du den Leistenbruch her? Den habe ich mir bei einer ausgesprochen heldenhaften Tat geholt. Oh mein Gott! Hilfe, mein Auto säuft ab! Ich ertrinke! Schnell, ich kann's nicht lang halten! Okay, ich schnall nur ganz schnell mein Baby los! Oh, ist mir ausgerutscht! Entschuldigung! Ich hab's geschafft! Ich bin zu Hause! Ich hab meinen Lippenpflegestift in der Vergangenheit vergessen. Lippenpflege! Mit weichen Lippen werde ich endlich ein Bürgermeister sein können, der keine Scheu davor hat, Babys zu küssen. Hallo, Trockenlippe. Du wirst schon sehen, ihr werdet alle sehen. Jungs, ich habe 8 Flaschen Brechwurzelextrakt beim Mord besorgt, habe ich alles angeschrieben. Wer es am längsten drin behält, ohne zu kotzen, kriegt das letzte Stück Torte aus dem Kühlschrank. Okay, dann sehen wir mal. Na, wie geht's euch allen so? Gut, bis jetzt gut. Alles klar. Ich spür noch nichts. Cool. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon ein Stück von der Torte probiert hat, aber die ist verdammt lecker. Die ist aus der Konditorei, in der Lois normalerweise... Einer weniger. Also ich kenne jemanden, der heute keine... Ich fange an, mich komisch zu fühlen. Also ich fühle mich gut, ich glaube ich... Oh Mann, das heißt, ich habe gewonnen. Ich darf die Torte... Oh Gott, warum hat mich niemand gewarnt? Oh mein Gott, meine Innereien verglühen. Nein, bitte nicht mehr. Nicht mehr. Dad, ich hab Angst. Das Telefon ruft den Not. Lois, komm hier rein. Okay. Ich glaube, es ist alles raus. Ich glaube. Ich will nicht sterben. Peter, halt mich an den Ohren fest. Wer will einen Topf? Ich kann Urlaub brauchen. Oh ja, vor allem, weil du dich hier so unglaublich abrackerst. Wie läuft's denn mit diesem Roman, an dem du arbeitest?
Hast du schon einen großen Stapel Papier da liegen? Ist dir schon eine nette kleine Handlung eingefallen für deinen großen Roman, an dem du seit 3 Jahren arbeitest? Hä? Hast du eine überzeugende Hauptfigur? Hä? Hast du einen Schicksalsschlag, den sie überwinden muss? Hä? Brütest du eine kleine Story aus? Ist sie in Arbeit? Da arbeitest du schon lang dran, hä? Ja, davon hast du schon vor 3 Jahren erzählt. Hä? Hast die ganze Zeit dran gearbeitet? Ein schöner kleiner Spannungsbogen, Anfang, Mitte und Ende. Freunde, die zu Feinden werden, Feinde, die zu Freunden werden, ja? Und am Ende ist deine Hauptfigur um eine Erfahrung reicher geworden, ja? 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 Hast du eine... Nein, du hast eine Auszeit verdient. Sie hat gesagt, sie liebt mich. Und das vor einem Millionenpublikum. Ich kann nicht glauben, dass ich mich wie alle anderen von dieser Pseudorealität habe einwickeln lassen. Ich bin das geworden, was ich verachte. Ich weiß, dass es jetzt wehtut, Brian, aber sieh es mal positiv. Du hast viel neuen Stoff für den Roman, den du gerade schreibst. Weißt du noch? Der Roman, an dem du gerade arbeitest? Du weißt schon, der, an dem du schon 3 Jahre arbeitest? Du weißt schon, der Roman? Jetzt hast du was Neues, was du schreiben kannst, weißt du? Vielleicht fängt deine Hauptfigur eine Beziehung an. Und dir wird das Herz gebrochen? So ein bisschen wie das, was du gerade durchgemacht hast? Lass was aus deinem Leben einfließen. Ein wenig Herzschmerz, weißt du? Schreib's doch einfach mit rein. Mach deine Figuren ein wenig dreidimensionaler. Ein wenig mehr Befriedigung für den Leser. Damit er sich auf den 200 Seiten wirklich den Kopf zerbricht, was passieren wird. Ein paar Überraschungen vielleicht. Ein kleiner Epilog. Damit jeder kapiert, dass der Held nicht unbedingt der Glücklichste ist. Oh, ich freue mich darauf, ihn zu lesen. Also dann, Lois, ich gehe zum Bazar. Wie bitte? Meinst du den Markt? Ja, den Bazar. Gut, wenn du zum Markt gehst, kannst du Müsli, Butter und ein Brot mitbringen? Mal sehen, was die haben. So, Lois, hier hast du 6 Kobras, eine Rolle Seide und ein Boxhorn. Was soll der Schwachsinn? Hilfst du mir mit den 20 Papiertüten voll Datteln, die noch im Auto sind? Warum kaufst du 20 Tüten voll Datteln? Der Affe mit der kleinen Weste, der sie verkauft hat, war ziemlich überzeugend. Peter ist ihr Sohn? Zu 100%. Dabei sehen sie viel mehr wie das Kind da drüben aus. Daddy? Oh Gott! Daddy? Oh Gott! Papa? Oh Gott! Hier drin sind keine Kinder, oder? Nein, nur ich. Oh Gott sei Dank. Wollen Sie ungeschützten Sex haben? Ja. Während ich verhaftet und zum Hauptquartier gebracht werde, haben wir Zeit für noch einen Klassiker der amerikanischen Literatur. Der erzählt von Idioten, die Nagetiere erwürgen. Ich präsentiere von Mäusen und Menschen. Rechte vorlesen. Wissen Sie was? Ich würde sie gern selbst vorlesen. Kapitel 1. Leckt mich, ihr Schweine! Das war mein Nasenknochen. Es tut mir leid, aber würden Sie mich für einen Augenblick entschuldigen? Die Lottogewinnzahlen heute Abend lauten 6, 21, 18, 7, 42. Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Endlich bin ich alle diese rotznasigen kleinen Satansbraten los! Ich bin frei! Glaubt ihr, sie kommt wieder? Keine Ahnung. Mr. Griffin, halten Sie es für angebracht, so einen Comic zu veröffentlichen, noch dazu kurz vor dem Weltfrauentag? Sie klingen wütend. Hat eine Ihrer Freundinnen sich verlobt? Ihnen ist nicht bewusst, wie beleidigend Sie zu Frauen sind, oder? Was? Ich liebe Frauen. Ich kann bestimmt mehr Pornostars aufzählen als Sie. Aber sagen Sie meiner Frau nicht, wie viele Pornostars ich kenne, sonst kriege ich verdammt Ärger. Aber ich kenne alle. Es gibt welche, die sind erst seit einer Stunde im Geschäft und ich kenne sie. Ich habe noch nie so viele Tussis auf einmal gesehen. Seht euch nur mal die 2 heißen Bienen an. Die sind so einsam, dass sie miteinander küssen üben müssen. Ich glaube nicht, dass die üben. Oh. 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 Seid ihr Süßen schon mal aufgespießt worden? Tja. 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 Wirf mir ein Blondes rüber, Brian. Nichts schmeckt besser als ein Bier um 7 Uhr morgens in einem ungeputzten Mund. Peter, ich möchte nicht, dass du zu viel trinkst. Du fährst uns alle nach Hause. Lois, ich weiß ganz genau, nach wie viel Bier ich noch sicher fahren kann. Ich hab's ausprobiert. Sieben. Sechs. Hey, Peter, warum so eilig? Ich habe die schönste Frau der Welt zu Hause sitzen und ich möchte sie nicht warten lassen. Hey, Vincenzo, spiel eine Melodia für mich. Oh, Vincenzo, Insalata Caprese.
Ah, Italien. Es ist 9 Uhr früh und ich habe schon 8 Typen zweimal geküsst. Wieso guckst du andere Babys an, hä? Wieso zwingst du mich dazu, Roberto? Ich will das nicht tun. Verdammt, ich wusste, dass es rauskommt. Ich wollte es gar nicht tun. Ich wusste, dass es falsch war. Es hat keinen Spaß gemacht. Erzähl es Cleveland nicht. Gut, ich werde schweigen, Quagmire. Cleveland, Quagmire schläft mit deiner Frau. Deswegen hat dich deine Frau verlassen, weil du nicht leidenschaftlich genug bist. Manchmal will eine Frau, dass ein Mann sich wie ein Mann verhält. Du musst dich mal wehren und sie ein bisschen härter anpacken. Oh Gott, Peter, schlag mich! Ja! Yeah. Wow, wer hätte das gedacht mit Quagmire und Loretta, hä? Du hast meine Jugend ruiniert, Lois. Du sagtest, ich sei bei den Cheerleadern aufgenommen, hast mir die Augen verbunden und mich angeblich zu einer geheimen Feier geführt. Als du die Augenbinde abnahmst, stand ich vor der ganzen Schule mit heruntergezogenen Hosen und einem Würstchen in meinem Mund. Es war furchtbar, mir das anzutun, Lo. Wissen Sie, Jarmies, ich wollte in der Schülerzeitung einen Artikel über Sie schreiben. Kassieren Sie von Schwarzen mehr oder weniger? Schwer zu beantworten. Die meisten von Ihnen kriegen Gruppenrabatt. Lass uns jetzt nicht über die Arbeit reden. Wir sind beim Abendessen. Ich habe $3.73. Machen Sie was mit mir. Ich liebe sie. Ich will sie aus dem Elend rausholen. Angeblich soll da, wo das Schuhgeschäft war, jetzt eine Eisdiele hin. Ich bin total verschossen in Charmise. Nach meinem Unfall lag ich auf dem OP-Tisch, nur halb bei Bewusstsein. Aber ich werde nie den Anruf vergessen, der mein Leben veränderte. Hallo, ich rufe im Namen Ihres Versicherungsnehmers Joe Swanson an. Sein Rückgrat ist schwer verletzt. Es gibt ein neues Verfahren, mit dem seine Gehfähigkeit wiederhergestellt wird, wenn wir es sofort anwenden. $200.000. Ja, wir haben auch einen Rollstuhl. $60. Okay. Sie nehmen Option B. Hey, du kennst dich doch mit Sex aus. Hast du in letzter Zeit gute Pornos gesehen? Naja, ja, das könnte man sagen. Und was macht dich so an? Auf was für Filme stehst du? Ich weiß nicht. Alles mit MILFs ist geil. Was ist mit dir? Ich habe sehr spezielle Vorlieben. Ich mag eingeseifte Hintern. Was? Ja, eingeseifte Softcore-Hintern aus Sommerlagerfilmen ab 12. Kann ich stundenlang gucken. Macht mich brutal scharf. Schön, lass uns über was anderes reden. Tut mir leid, ihr bleibt hier, bis die Mission erfüllt ist. Ich hab tolle Neuigkeiten, Freunde. Die Demokratie ist gerade losgegangen. Hey, guck mal. Das ist die Lösung für uns. Wir brechen in den Zoo ein, klauen einen Truthahn und kommen als Helden nach Hause. Peter, hör auf, du wirst dir nur wehtun. Ich höre dich nicht, bin zu beschäftigt, damit Thanksgiving zu retten. Verdammt, das ist Schwachsinn, du wirst da drin niemals einen Truthahn finden. Doch, ich werde einen finden. Ich bin der Typ, der den Jungbrunnen gefunden hat. Er befindet sich ganz weit weg von hier. Genau das meinte ich. Peter, bist du schwul? Ja! Gut, Mac, damit du deine Wut bündeln kannst, werde ich die Maske des Menschen tragen, der dich jeden Tag deines Lebens gequält hat. Wenn ich das Kommando gebe, greifst du mich mit aller Kraft an. Oh, hey Mac, hey Peter. Weißt du was, Peter? Ich bin froh, dass ich dich hier treffe. Wir müssen uns mal über Quagmire unterhalten. Hast du Zeit für ein Bier? Verpisst euch zurück zu eurer Zeitmaschine! Ja. Wer seid ihr? Faut's egal, wer ich bin! Geht zu eurer Zeitmaschine zurück, in eure Gegenwart und bleibt da! Alter, beruhige dich, okay? Brabbelst du weiter oder tust du, was ich dir sage? Schon gut. Meine Güte. Du hast mit dir selbst gesprochen. Hat das keine Auswirkungen? Keine Angst, Brian. Wenn es mir gelungen ist, die Vergangenheit wiederherzustellen, werden du und ich nie existiert haben. Die chronologische Tangente, die uns erschaffen hat, wird gelöscht. Ach so. Wird das wehtun? Nur ein bisschen. Ja, verdammt, was war das? Hier ist wohl die Munition ausgegangen. Genau wie dir, Stuart. Du kennst meinen Namen? Ich weiß so manches. Tatsächlich? Ja. Ach, vielleicht sollten wir gegenseitig einsilbige Ausdrücke von Arroganz austauschen. Oh, ja. Alles gut, er ist auf Menschen gelandet. Das freut mich sehr zu hören, Lois! Lois! Ruft da jemand meinen Namen? Lois!
Ich glaube nicht, nein. Lois, ich bin reich! Doch, ich glaube, ich habe was gehört. Ich sollte rausfinden, was er will. Ich weiß, ich spinne ein bisschen, aber irgendwie stehe ich auf reiche Typen. Oh Mann, sie steigt in seinen Helikopter. Ich habe genug Größe, um zuzugeben, wenn ich mich irre. Sag mal, möchtest du nach oben gehen? Gern. Klasse, dann geh. Sieh einer an. Wir haben Gesellschaft. Keinen Schritt weiter. Bitte. Glaubt ihr, ich habe Angst vor euch? Haltet alle die Klappe! Ich glaube nicht, dass sie auf mich schießen. Sie haben nicht die Möpse dazu. Was? Ja, das ist... Was soll der Scheiß? Ich sagte, sie kommen in den Knast. Oh mein Gott, Joe, das war echt knapp. Wie wusstest du, dass die Waffe klemmt? Sie hat nicht geklemmt, Peter. Die Waffe war nie geladen. Hey, Mac, willst du wieder abgelaufene Würstchen? Nein, Carl, ich suche nach Chris. Ich war schon überall und finde ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich halte die Augen offen. Hey, ihr Penner, was haltet ihr davon? Ich hab's getan. Du bist irre, Mann, total irre. Hey, Peter, Bock auf ein Bier in der Clam? Oh, wer ist die heiße Schnecke? Oh, das ist Stella. Du musst nicht flüstern. Sie ist taub. Echt jetzt? Oh Mann, das tönt mich an. Es tönt dich an, wenn eine Frau taub ist? Behinderte sind geil, Peter. Die machen Sachen mit dir, auf die kommen normale Frauen nicht mal. Außerdem kennst du mich doch. Ich stehe auf die verschiedensten Sachen. Hast du was gehört? Nein, alles gut. Okay. Peter, komm, hilf uns, den Baum zu schmücken. Moment noch, Lois. Ich muss den Weg hier fertig vereisen. Hey Joe, es gibt Lebkuchen und Glühwein. Willst du auch was haben? Oh Mann, natürlich! Deswegen liebe ich die Feiertage. Schenk mir ein fettes, großes Glas ein! Gott möge jeden Einzelnen von uns segnen. Ihr Burger, Sir. Danke. Sir, da fehlen noch $1.25. Ach wirklich, ja? Der Rest ist für Sie. Roadhouse. Okay, machen Sie es sich schön auf der Liege bequem. Ich lasse Sie kurz allein. Was genau soll ich... Sind Sie fertig da drin? Ja. Haha, Sie haben einen Plastikkackhaufen auf den Boden gelegt. Oh nein! Raus! Raus! Verschwinden Sie! Also Kinder, benehmt euch, solange wir weg sind. Schön brav bleiben, bis wir wiederkommen. Und Brian, nicht ins Katzenklo machen. Nicht ins Katzenklo machen. Leb wohl, Brian, ich steche in See. Peter und Lois werden dich nicht mitnehmen. Sie sind schon an Bord gegangen. Wiedersehen. Nein, nein, ihr könnt nicht abfahren. Nicht ohne mich. Ich bin ein Baby. Hey, Peter, Kumpel, Lust auf eine Runde Fernsehen? Und nun wieder, Freddy wurde befingert. Oh Gott. Autsch. Oh Gott. Gelbe Seiten, lassen Sie Ihre Finger die Arbeit machen. Gehen wir immer noch zu dem Baseballspiel? Bleib mir bloß vom Leib, Chris. Hör bloß auf, Mac. Gut, ich bin fast mit dem Packen fertig. Ich hab's auf 3 Koffer und eine Hutschachtel reduziert. Ich werde Hilfe brauchen, Rupert. Rupert? Oh, das ist das Popo-Thermometer. Großer Gott, du verglühst, Rupert. Ich muss sofort hier weg. Tut mir leid, Rupert, aber die Situation hier ist untragbar geworden. So wie ein Gespräch mit einem Erwachsenen, der eine Spange trägt. Letztes Wochenende waren Sheila und ich mit den Kindern am See. Es war klasse. Wir hatten tolles Wetter, haben den Grill angeworfen. Die Eltern von Sheila kamen am Ende der Woche. Wann kriegst du die endlich raus? Du musst mir dringend helfen. Ihr Mann ist ein Verrückter und hat mich nur noch nicht umgebracht, weil er mich für sein Haustier hält. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Macht schnell, ich häng fest wie ein Baseballreporter. Wir stehen kurz vor dem 5. Wurf und Garcia dreht sich um nochmal. Damit sorgt er ganz sicher dafür, dass meine Frau schon schläft, wenn ich nach Hause komme. Der große Rechtshänder tritt in den Sand und wirft das Kolophonium auf den Boden, während meine Kinder ohne mich erwachsen werden. Okay, jetzt zeigt mir ein Fan aus dem Publikum den Mittelfinger. Er hat recht. Hey, ich weiß nicht, ob Sie es hören können, aber ich pinkel gerade meinen Kaffeebecher. Ich will Sie nicht belästigen, aber mein Name ist Lois Griffin. Ich bin ein Riesenfan von Ihnen und ich finde, dass Sie das fantastisch machen. Und nach meinem Erlebnis mit Diane Simmons, naja, ist es schön, hier zu stehen, ohne dass mich jemand umbringen will. Ja, klar, will niemand.
Hi, ich bin James Woods. Sie kennen mich vielleicht als Schauspieler, der es gern mit jungen Freundinnen treibt, oder? Aus dem Film Salvador. Aber heute begleite ich Sie bei einem Einblick hinter die Kulissen von Family Guy. Zum ersten Mal werden Sie erleben, wie eine typische Produktionswoche für die 11th beliebteste Fernsehfamilie abläuft. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Inside Family Guy. Sagt mal, wohnt ein Burger bei uns? Pete. And they drunk at the problems, the U is on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion, they drunk at the problems, the U is on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion, they drunk at the problems, the U is on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Proof of emotion, they drunk at the problems, the U is on road and they start. She knows cause she is the same. She's trying to stop playing games. Da steht Bürger. Oh, echt schade, das wäre toll gewesen. Sieh nur, Peter, das ist vom Nachlassverwalter deiner Mutter. Offensichtlich haben sie endlich ihr Haus verkauft. Und der letzte weiße Dominostein in diesem Viertel ist gefallen. Sie haben es verkauft? Also bedeutet das, das Haus und alles, was drin war, ist weg? Ach, Liebling, denkst du an all die schönen Dinge, die du da drin erlebt hast? Nein, ich denke an meine Teenager-Pornosammlung, die ist noch in dem Haus versteckt. Was zum Teufel ist mit unserem Thanksgiving-Truthahn passiert? Ach das, gestern waren Brian und ich besoffen und haben den Truthahn gegessen. Aber bevor du sauer wirst, wir haben auch den Salat gegessen. Verdammt, wie konntet ihr sowas tun? Ich muss echt zugewiesen sein, ich erinnere mich an nichts. Kein Problem, Instagram erinnert sich für dich. Ah, hey Briefträger. Ich? Nein, der andere Schwarze in kurzen Hosen hier. Also, Sie, Sir, sind ein Rassist und noch dazu ein Unhöflicher. Sie sind kein Briefträger. Okay, ich bin Briefträger, aber das sind meine 1983er Shorts von Maurice Cheeks. Stellen Sie den Brief zu oder nicht? Ich mach's. Ich hab einen Eid geschworen. Wenn Post mich berührt, muss ich sie zustellen. Das ist nass und kalt! Klar, das ist mein Taschentuch. Ich habe den ganzen Tag reingeschneuzt. Moment mal, er ist schuld an deiner Behinderung? Du hast immer gesagt, du bist bei einem Kampf mit dem Grinch vom Dach gefallen. Ich habe gelogen, weil ich mich dafür geschämt habe, was wirklich passiert ist. Ich habe einen Kriminellen entkommen lassen. Erzähl's uns! Es war 1996. Briggs war einer der größten Heroindealer östlich von Providence. Da ist zwar nur offenes Meer, aber trotzdem. Okay, ich lass es mir gern mit der Hand machen. Hi, ich bin Brian. Ja, ich stehe auf Wortspiele. Sie sind echt witzig. Ich bin Tori. Auf der Highschool hat mich ein Auto angefahren, also muss ich nicht arbeiten. Gut. Hey, wie sieht der Nachmittag aus? Ich habe noch nichts vor. Vielleicht könnten wir essen gehen und sehen, was dann passiert. Ugh, das wird kein gutes Ende nehmen, so wie wenn man eine Artischocke isst. Herr im Himmel, ich habe nichts gegessen und bin trotzdem komplett vollgesaut. Du solltest das verstehen. Du hast einen zurückgebliebenen Mann. Hä? Du hast einen zurückgebliebenen Mann?
Igitt, 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 was ist das? Brian, steht Marlon Brando etwa hinter mir? Hey, Pferdchen, willst du ein Stück Zucker? Oh, oh Gott, Brian, nein! Okay, was habt ihr unserer Truppe zu bieten? Ihr hippen Jungs, die ihr eine Sprache sprecht, die fast die unsere ist. Mit uns kann man bei einem abgeschreckten Hangaround einen lolligen Lachkick schieben. Klar, du Checker, wir haben keinen Bock auf Quanzen. Wir wollten gestern in dem Club rummonken. Oh, die haben uns voll evil vor dem Club warten lassen. Aber als wir die schwarze Blubberbacke von Türsteher befriendet hatten, war alles Taco. Was zum Teufel? Mom! Das bin ich, Mom! Oh ja, das ist ein Baby. Ein großer Babyballon. Und du bist auch ein Baby. Nein, das bin ich. Das bin ich als Ballon. Peter, sieh dir das an. Er hat ein Baby gesehen und weiß, dass er auch ein Baby ist. So ein kluger, Mamas kluger Junge. Ah, sieh dir Quagmire an. 1,5 Jahre ist es her und er fühlt sich immer noch unwohl wegen seines Vaters. Das ist auch eine große Umstellung. Immerhin hat sein Vater eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Meinst du wirklich, dass ich hier ein Boot finde, Joe? Oh ja, du ahnst ja nicht, was wir bei diesen Verbrechern beschlagnahmen. Willkommen. Wir eröffnen unsere heutige Versteigerung mit diesem Schlüpfer, beschlagnahmt von einer Prostituierten. 50 Mäuse! Sie hatte 9 Geschlechtskrankheiten. 45 Mäuse! Bei ihrer Verhaftung hat sie in die Hose gemacht. 50 Mäuse! Entschuldigung, bitte, versteigern Sie auch etwas, was nicht so ekelhaft ist? Ich habe einen Freund, der dir vielleicht bei der Veröffentlichung helfen könnte. Du hast einen Freund im Verlagswesen und du hast es mir nie gesagt? Er ist praktisch ein neuer Freund. Wer ist es? Ich glaube, das willst du nicht so genau wissen. Sagen wir einfach, er ist ein Freund im Verlagswesen und er ruft jeden Donnerstag an. Da wären wir, Kinder. Columbus, Ohio. Und vergesst nicht, in diesem Staat darf jeder Stretchhosen tragen, also werdet ihr ziemlich schockierendes Zeug sehen. Brian, fahren wir in die Ferien? Ja. Yeah. Oh. Sind wir Gesindel? Denk schon. Oh. Mom, oh mein Gott, stell dir vor! Meine Güte, du hast mich zu Tode erschreckt! Ich sollte doch diesen Aufsatz über Hoffnung schreiben. Der Rektor sagte, es war der Beste der Klasse und ich soll ihn laut vorlesen, um den Präsidenten zu begrüßen. Oh, Chris, das ist unglaublich! Weißt du noch, wie ich immer zur Schule gekommen bin und dir den Hintern abgewischt hab und sagte, eines Tages wird noch was aus dir? Das war ein großes Jahr für uns. Wow, wenn er noch so einen coolen Spruch bringt, dann nehmen wir ihn auf. Ich trage langärmelige Shirts unter kurzärmeligen Shirts unter langärmeligen Shirts. Wow, du bist Mann, echt voll. Du bringst es voll. Du hast meinen Teenager-Zynismus echt getoppt. Ausgezeichnet. Die Kids finden mich besser als Will Smith mit seinem politisch korrekten Rap. Hier sind deine Fotos, Lois. Die sind wirklich umwerfend. Danke. Ich will eine Laufbahn als Model starten. Das ist fantastisch. Oh, hey, verschwinden Sie. Hey, na los, raus hier. Ich hab niemandem was getan. Machen Sie einen Abgang. Tief in Ihrem Inneren sind Sie mein Freund. Nee. Dieser Tauberschmutzfink wird mich endgültig ruinieren, als ob das Geschäft nicht schon schlecht genug ginge. Na ja, hast du dir schon mal überlegt, einen Flyer rauszugeben? Ich wüsste da... Brian Griffin? Ja, das bin ich. Bitteschön. Ja, oh Gott! Was ist in der Schachtel, Brian? Ich hab dich voll erwischt. Es geht mir nicht gut, ich will ihn zurück. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist echt übel. Ganz ruhig, Freunde, versuchen wir uns zu entspannen. Ich fühle mich nicht sehr gut. Oh Gott, das ist Cleveland, er ist es. Schnauze, vielleicht bist du es. Ich zum Teufel, kommt die ganze Haut auf meinen Arm. Quagmire, zieh deine Haut wieder an. Einer von uns wird gleich ausflippen. Oh, tja, dann hab ich mir umsonst Sorgen gemacht. Keinen interessiert das, wenn ein Hund getötet wird. Ich könnte es tun, Brian. Ich könnte es tun und niemand würde was sagen. Ich könnte dir das Hirn rausblasen und sie würden mir zujubeln. Was? Das war nur ein Witz. Das würde keine Sau interessieren. Ich habe alles versucht, Lou. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Ich habe sogar Blumen geschickt. Sie wird mich melden und ich werde rausfliegen. Was soll ich tun? Das, was ich tue, wenn die Leute keine Miete zahlen. Schieb ihr Drogen unter und ruf die Bullen. Ich weiß nicht. Ich bin zwar pleite, aber es ist doch beschissen, jemandem so etwas anzutun. Dann muss ich dich rauswerfen. Okay, gut. Aber wo kriege ich Drogen her? Ich habe den Kofferraum voll Koks. Komm mit zu meinem Auto. Wow. Seltsam. Also, was machen wir jetzt? Das kann ich dir sagen. Rush-Konzert! Aber er ist so einsam. Nein, er macht nur auf einsam und sagt, er sei Jungfrau, um die Ehefrauen von Typen abzugreifen. Hat er Ihnen diese triste kleine Wohnung gezeigt? Der wohnt gar nicht dort. Da lagert er nur Kunstwerke, die er auf Kreuzfahrten gekauft hat. Oh mein Gott, was habe ich getan? Vielleicht ist es noch nicht zu spät und du kannst sie aufhalten. Wo sind sie? Im Barrington Hotel. Nichts wie hin, Jungs. Ich habe gerade Nachos bestellt, aber viel Glück. Nun folgt der rutschige, stiefellose Lauf durch den Schnee zu meinem Wagen. Hallo, ich möchte ins Stadion von Cowhawk. Okay, lieber Klimaanlage an oder Fenster offen? Warum nicht beides?
Ziemlich gut, oder? Der Wahnsinn, der totale Wahnsinn. Danke, Sie geniale Person. Gern geschehen. Hey, waren Sie schon mal in einem heißen Whirlpool, während es geschneit hat? Was? Darf ich Sie bitten, jetzt die Nationalhymne der Vereinigten Staaten zu singen? Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. And I will always love you. Aufziehen, Mädels. Zeigt mir, ob meine richtig aussehen. Wir haben schon in der ganzen Stadt gesucht. Gucken wir hier auch. Hier kommen ein Dollarnoten zum Sterben hin. Warte, Grandpa, sieh nur! Das glaube ich nicht. Oh nein, jetzt werden wir den Dollar nie finden. Warte, ich habe eine Idee. Darauf aus, mich zu amüsieren, dass ich dir alles kaputt gemacht habe. Oh oh, wir bekommen Gesellschaft. Ja! Ich glaube, diesmal sind es deine Fans. Hey, ist das eine Wölbung oder eine Delle? Hey Brian, könntest du kurz mal herkommen? Klar, was ist los? Du bist doch sehr belesen, oder? Nun ja, ich muss sagen, wenn ich meinen Günther lese, bin ich immer voll Gras drauf. Schnauze! Tja, weißt du, ich habe einen Roman über diese drei Typen gelesen, die sind Schweine. Und die beschließen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Also das eine fängt an und baut sein Haus aus Stroh. Aber wie zum Teufel baut man ein Haus aus Stroh? Und die drei Schweine, die zusammenleben, schwul. Echt, genauso wie der Wolf. Er jagt die Schweine und kann nicht aufhören zu blasen. Na komm schon, worauf wartest du, Griffin? Nein, Liam. Ich werde ihren dämlichen Scheiß nicht mehr machen. Und ich habe Ihnen noch was zu sagen. Ihre Story in dem Film Tatsächlich Liebe ist die zweitschlechteste. Nimm das lieber zurück. Es ist unglaubwürdig, dass Ihr Sohn in so kurzer Zeit Schlagzeug lernen kann. Das reicht jetzt. Nur nach Gefühl. Aber wenn ich die Augen zumache, verschwindet ihr alle und ich habe Angst davor, allein zu sein. Keine Angst, Peter. Jungs. Wir sind hier. Wirf jetzt. Oh mein Gott, ich habe getroffen? Klar. Voll rein. Hammer gut. Ja, ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt. Ich werde jetzt schwitzigen Tagessex mit meiner Frau haben. Kater, du hast den heiligen Gral der modernen Medizin entdeckt. Warum willst du ihn bloß geheim halten? Das sag ich dir, weil die Behandlung einer Krankheit viel mehr Geld einbringt als die Heilung. Warum jemanden an einem Tag heilen, wenn man ihn ein Leben lang behandeln und ihm alles berechnen kann? Das ist doch Wahnsinn! Brian, hier drin ist es so kalt, sieh dir mal meine Nippel an. Die sind fast wie die einer Frau. Oh, guck doch, ich zieh dran und jetzt werden sie noch größer. Danke fürs Babysitten, Mac. In ein paar Stunden sind wir zurück. Ich verstehe nicht, warum ich auf Stewie aufpassen muss. Ich meine echt, was kann er schon anstellen, wenn wir ihn allein lassen? Und jetzt teste ich meine Teleportationskabinen. Oh, verdammt! Ah, ich bin ein Monster! Was war's zum... Du hast du draufgedrückt, wo ist meine Tabelle? Wie hättest du das zu Ende gebracht, wenn ich nicht reingekommen wäre? Es gibt nichts Schlimmeres, als vor Thanksgiving Lebensmittel zu kaufen. Ja, so hört sich der Truthahn einer reichen Familie an. Es sind noch ganz viele Lebensmittel im Auto. Ist ja kein Wettrennen. Mach eine Pause. Wenn du wüsstest, wie nah wir letztes Jahr dran waren, dich einschläfern zu lassen. Zum letzten Mal, ich will es nicht. Ich wette, wenn Joey ihn dir geben würde, würdest du ihn nehmen. Zieh ihn da nicht mit rein. Joey war ein guter Junge. Oh ja, ja, Joey war ein guter Junge. Glaubst du, er hat 100 Riesen im Jahr mit Nasenbohren verdient? Fang nicht damit an. Er war eine Ratte, Ma. Ich will das nicht hören. Ich werde das nicht hören. Er war ein Oh mein Gott, die Bachelorette kommt hierher nach Kohok. Das ist echt voll meine Lieblingssendung. Wie kannst du diesen Mist ansehen? Da ist doch nichts echter. Es ist alles inszeniert. Da werden menschliche Beziehungen in den Schmutz gezogen. Das ist vielleicht die Chance für Cleveland, seine Traumprinzessin zu finden. Das muss ich ihm sagen. Hey, Cleveland! Joe. Oh, entschuldige, hab mich verwählt. Ich wollte Cleveland anrufen. Nein, nein, ich wollte ihm nur etwas sagen. Nein, nein, mit dir würde ich auch gern reden. Bist du immer noch sauer auf Dad wegen gestern? Irgendwie schon. Wir haben dieses Mittagessen vor 2 Wochen geplant. Aber er hat versprochen, heute Nachmittag mit mir Blumen auf das Grab meiner Großmutter zu legen. Also kann ich ihm verzeihen. Peter, gehen wir... Oh, natürlich. So schlimm wird's schon nicht gewesen sein. Oh doch, es war furchtbar. Alle hatten irgendeinen wichtigen Beruf und waren viel erfolgreicher als ich. Jetzt hör aber auf, du hast doch wirklich einen wunderbaren Beruf. Ja, und soweit ich das beurteilen kann... Machst du den sehr gut.
Peter, wenn du nicht zufrieden bist, dann sei einfach aktiver. Lade Mr. Weed zum Essen ein und zeig ihm, was du der Firma zu bieten hast. Ja, das könnte ich machen. Ich hoffe nur, dass das gut geht. Mit Essensgästen haben wir immer Pech. Erinnerst du dich, wie Margot Kidder hier war? Du kannst mit deinem Auto da nicht rüberspringen. Du wirst dir wehtun. Ich komme auch nicht zu Burger King und sag dir, wie du deinen Job zu machen hast. Ich arbeite nicht bei Burger... Ich hab zu tun. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss dem Tod ins Auge sehen. David Hasselhoff nach seinem Morgendrink am Steuer hätte das auch nicht besser machen können. Und? Meg? Wie war's in der Schule? Oh, fürchterlich! Am Freitag ist ein Ball in der Schule und keiner will mit mir hingehen. Sogar meine Notbegleitung hat was anderes vor. Hi, Jimmy. Ich habe gehört, du hast noch keine Begleitung für Freitag. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen auf den Ball gehen. Warte kurz. Oh, Überraschung. Diesen Schlaganfall Nummer nervt total. Und das ist alles nur deine Schuld, McBurger Town. Und die deiner leckeren Hamburger. Ich schwöre euch, ich räche mich eines Tages für das, was ihr mir angetan habt. Und dem Freund von Popeye. Wenn du mir heute einen Hamburger kaufst, gebe ich dir das Geld am Dienstag zurück. Danke, dass Sie unseretwegen früher reingekommen sind, Dr. Hartman. Oh, kein Problem. Ich habe hier mal gearbeitet. Was? Zum Glück sieht Stewies Hand unverletzt aus. Oh, hey, High Five. Ah, da Sie gerade hier sind. Stewie hat seine Impfungen noch nicht alle machen lassen. Sollen wir das erledigen? Naja, das wäre wohl gut. Oh, aber davor bin ich verpflichtet, Ihnen dieses Merkblatt über Impfrisiken zu geben. Vielleicht kann man die reparieren. Nein, die Röhre ist kaputt. Das sind 145er. Ich brauche eine 180er. Vielleicht hätte ich doch eine 145er gebraucht. Ausgezeichnet. Verdammt, es muss wohl an der Fassung liegen. Peter, hast du Stewie Speedy Gonzales Video gesehen? Er kann ohne das Ding nicht einschlafen. Ich hab's weggeworfen. Was? Was fällt dir ein, Mann? Ich werfe deinen Kram doch auch nicht weg. Und wo ist mein Ziegenbock? Aber warum hast du das nur getan? Weil Speedy Gonzales Einwanderer ist und einen schlechten Einfluss auf die Kinder hat. Aber ich habe einen amerikanischen Ersatz entwickelt. Rapid Dave. Jetzt hab ich dich, Maus. Ach ja? Leck mich doch, Katze. Auf geht's, ich bin die Schnell... Oh, Freude, der Tag kann beginnen. Guten Morgen, mein lieber Brian. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zerquetsch dir die Eier und du erzählst alles sofort, oder wir verteilen es häppchenweise über den Tag. Ich will nicht darüber reden. Aber ich will, also erzähl mir alles, was gestern passiert Morgen, ist. Morgen, mein Süßer. Hi. Es hat mir total Spaß gemacht gestern Abend. Hey, wie wär's? Vielleicht trinken wir nachher einen Kaffee zusammen. Wohl eher nicht. Verfluchte Hände. Diesmal musst du den Kopf selbst hinhalten, mein Freund. Ich präsentiere dir die Tür. Hoho, Hanani, die Jagd ist eröffnet. Hoho, lauf, Forrest, lauf! Sind Sie die Frau, die das Megafon verkaufen will? Was? Nein. Ich bin hier drüben. Ach, verdammt, das scheint nicht zu funktionieren. Wundert's dich? Du kannst nicht einfach in einen Park gehen und langweilige Fakten verkünden. Du musst peppiger klingen, so wie ich damals als Barpianist mit arrhythmischen Texten. Das ist ein Song, den ich für meine hübsche Freundin geschrieben habe. Ihr Name ist Kim. Taylor? Das sind meine Schwester Meg und unser Hund Brian. Freut mich sehr, ihr zwei. Wir finden sie nicht alle so toll. Ich kenne Dan Aykroyd. Tut mir leid, in welchem Provinzporno haben Sie mitgespielt? Du Hund, sei freundlich! Okay, gut, wir sollten jetzt wohl gehen. Es war sehr nett, Sie kennenzulernen, bis auf das Mädchen und den Hund. Entschuldige meine Familie. Du musst dich nicht entschuldigen, die sind doch nett. Das würdest du nicht sagen, wenn du uns im Kino erleben würdest. Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil. Dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Ach, Mr. Tucker, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Ihre Augen... Augenblick, ich muss Peter Jennings anrufen und unseren Golftermin verlegen. Sie wissen, was Sie zu tun haben.
Ich wünschte, du würdest nicht so viel trinken. Hör auf, meine Drinks zu zählen. Und jetzt verpasse ich dir erstmal einen Schlag. Au, Kaps, nein. Ja, da hast du's, Bitch. Und jetzt bist du dran. Gott, hier ist es noch schlimmer als bei Witwe Douglas. Ich muss hier raus. Wir sind direkt auf Kurs, Leute. Gib mir noch ein Bier. Ach, das sind die seltenen Momente. Wir vier hier draußen auf See, Meilen entfernt von der Zivilisation, und wir saufen Bier. Ist ja, in Ewigkeit. Hey, Freunde, ich habe eine Frage. Angenommen, keiner von uns wäre verheiratet und könnte jede Frau auf der Welt haben. Wer wäre das? Muriel Hemingway. Finde ich aber keine auf. Besonders wirklich? Gute die Wahl. Wirkt so. Wenn du glaubst, dass du mich loswirst, wirst du gleich ein verrücktes Lachen hören. Oh, oh, alles hier fühlt sich so fantastisch an. Oh, diese Klamotten. Hallo? Hi, Name bitte. Neil Goldman. Goldman, Goldman, bedauere, kein Neil Goldman. Oh, das tut mir leid. Ich wollte sagen Chris Griffin. Griffin, Griffin, oh, ich hab's. Hier steht, Sie arbeiten am Empfang. Dann brauchen Sie das. Name bitte? Chris Griffin. Griffin, Griffin, tut mir leid, Sir. Chris Griffin ist bereits da. Eines sagen, Dad. Nur dann, wenn deine schlimmsten Ängste wahr werden, hast du die Chance zu erfahren, wie stark du wirklich bist. Dann stehe ich wohl davor, etwas zu lernen. Ich liebe dich, Sohn. Ich liebe dich auch, Dad. Joe, nur eine Frage. Warum hast du so viele Actionfiguren? Weil ich jedes Mal, wenn ich mein Gemüse aufesse, eine zur Belohnung bekomme. Ich mag alles. Eingeschlossen Ginger Ale. Psst, so bestelle ich immer mein Ginger Ale. Tut mir leid, dass ich nicht mehr bezahle, aber das Geschäft läuft schlecht. Ich will den Laden verkaufen. Das können Sie doch nicht machen. In den meisten Clubs gibt's keine echte Musik mehr. Wollt ihr ihn kaufen? Ich gebe ihn euch günstig. Ja, das wäre gar keine schlechte Idee. Ja, wir könnten die Bude auf Vordermann bringen. Das wird ein größerer Erfolg als das Apollo-Theater.